Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Artist TV. Wir wollen Sie heute zur 8. Ausgabe der Affordable Art Fair einladen hier in Hamburg. Sie wissen ja, erschwingliche Kunst unter 7.500 Euro, damals initiiert von Will Ramsey 1999 in Battersea Park in London. Und worum geht es? Es geht hier um eine ausgelassene Atmosphäre, um den Zugang einer breiten Masse zur Kunst, die eben vielleicht vorher noch Berührungsängste gehabt hätte. Ja, und wir werden heute etwa 500 Künstler und Künstlerinnen erleben. Originalgemälde, Fotos, Fotoart, Skulpturen, Siebdrucke, Installationen. Und es werden Galerien sein, lokaler Natur, aber auch national und international. Und Sie wissen ja, zeitgenössische Kunst, darum geht es. Und da gibt es ja auch keine verbindlichen Stilmerkmale. Ja, des Weiteren gibt es ja auch ein ganz, ganz tolles Rahmenprogramm. Erstmal vorweg der Direktor Oliver Lehndorf hier in Hamburg mit in Zusammenarbeit, in Kooperation mit Marietta André, die die Feine Gesellschaft hier in Hamburg einlädt. Heute werden wir etwa 1000 geladene Gäste erwarten. Ein Premium-Publikum für eine wirklich tolle, kulturelle, hochwertige Veranstaltung. Ja, und das Rahmenprogramm, das bietet allerhand. Erstmal fangen wir bei den Kids an. Da gibt es einen Kids-Space, wo sich die Kinder mit Materialien und Farben vertraut machen können. Es gibt ein Late-View, also für Menschen, die etwas später hierher kommen, haben die dann auch am zweiten Tag die Möglichkeit, bis 22 Uhr hier zu erscheinen. Ja, und dann gibt es Workshops für Siebdruck. Ja, und der Vielfalt sind keine Grenzen. Es gibt auch viele Newcomer-Künstler, die auf die etablierten Künstler zusammentreffen. Da gibt es zum Beispiel die Sparte Emerging Artists. Und da gibt es das Thema Anthropozän. Was ist Anthropozän? Da geht es darum, was der Mensch für einen Einfluss hat auf unsere Umwelt, auf die, sag ich mal, geologischen, biologischen und auch atmosphärischen Gegebenheiten. Und das ist ein Thema, was sich wahrscheinlich auch viel mit Zeitkritik befassen wird. Und auch das wird heute spannend sein, da mal ein bisschen was von den Künstlern oder Kuratoren zu erfahren. Ja, und dann gibt es ja auch noch das Angebot für Führungen. Das heißt, an zwei Terminen können Sie sich dann hier mit den, sag ich mal, Veranstaltern kurzschließen und kriegen hier eine spezielle Führung. Da gibt es auch noch Themenführungen, wo Sie zum Beispiel Kunst bis 500 Euro erwerben können und auch allgemein von dem Team und den Hintergründen, gerade bei den Emerging Artists, ein bisschen mehr informiert werden. Ja, und dazu gibt es auch noch den Collectors Talk und den Collectors Club. Was hat es mit dem Collectors Club auf sich? Der Collectors Club ist ein Club, der die Menschen, die bereits hier auf der Affordable Art Fair Kunstwerke erworben haben, noch mehr zusammenschließt. Die können eine kostenlose Mitgliedschaft bekommen und werden dann noch mehr mit den Künstlern nachhaltig und den Galeristen und den Kuratoren vertraut gemacht. Das heißt, da gibt es einen intensiveren, sag ich mal, Austausch, und auch im Anschluss gibt es dann Kuratoren, die dann zu bestimmten Stiftungen zum Beispiel führen und so weiter und so fort. Und der Collectors Talk ist natürlich eine Thematik, bei der auf jeden Fall viele Fragen der Kunst erörtert werden. Ja, und dann haben wir hier noch die Millantor Galerie und in Verbindung mit Viva Con Agua. Ja, Viva Con Agua will ja den Zugang in der Welt zu sauberem Trinkwasser schaffen und auch die dazugehörigen sanitären Einrichtungen. Also eine ganz tolle Geschichte, die Affordable Art Fair sozial seit 8 Jahren mit eben halt dem St. Pauli-Verein und der Millantor Galerie zusammen initiiert hat. Ja, und des Weiteren gibt es hier noch ein Open Studio mit Brigitte Hoffmann. Brigitte Hoffmann aus Miami bringt frische Pastellfarben hier rein nach Deutschland, bietet Skulpturen, die faszinieren, die provozieren, und sie lädt auch ein zu bestimmten Praktiken. Also sie können sie bei der Kunst, während der Kunst auch erleben, während sie Werke erschafft, gibt es da auch bestimmte Termine, zu denen sie einlädt, und einen Blog, zu dem sie auch recht herzlich einlädt. Ja, das ist so die Themenvielfalt, die ich ein bisschen umrissen habe, und dazu lade ich Sie jetzt recht herzlich ein. Ja, an meiner Seite jetzt Frau Birgit Saatrübe, ich grüße Sie recht herzlich. Guten Abend. Wir sind uns ja schon bekannt, und zwar, Sie sind ja Kunst- und Kulturmanagerin, ja, und damals auch repräsentativ tätig gewesen für die NCL-Stiftung. Wenn Sie vorweg mal kurz was über die NCL-Stiftung sagen würden. Ja, sehr gerne. Also nicht nur tätig gewesen, sondern immer noch tätig. Wunderbar. Mittlerweile im 17. Jahr, das ehrenamtlich. Und ich habe ja auch für die NCL-Stiftung die Kunstauktion ins Leben gerufen, ja, die wir jetzt wieder durchführen im nächsten Jahr am 11. Februar. Möchte ich gleich Werbung machen, 11. Februar 2020. Ich möchte kurz betonen, ich habe damals beim Dreh neben dem Auktionator gestanden, der mich plötzlich fragte, ob ich ein Bild ersteigern will, und ich habe es getan. Ja, großartig. Ich habe nicht nur gefilmt für die gute Sache, sondern auch noch ein Bild ersteigert. Vielen Dank, im Nachhinein. Ja, bitteschön.
Was macht die NCL-Stiftung? Ja. Das heißt neuronale Ceroid-Lipofuszinose. Das ist eine sogenannte Kinderdemenz, die Schnittstellen hat auch mit der Altersdemenz. Und das ist also ganz, ganz gruselig. Und die Stiftung setzt sich zur Erforschung dieser Krankheit ein. Mittlerweile gibt es auch schon zwei Medikamente, die auch hier in Hamburg am UKE eingesetzt werden. Nein. Und wir sind da auf einem ganz guten Weg und ganz glücklich und happy, dass das also gut weiterläuft. Haben Sie denn Künstler, die heute hier anwesend sind, die sich für die gute Sache einsetzen? Oder wollen Sie heute nur mal das Thema ein bisschen kommunizieren, nur dass wir heute wissen, was Sie stehen? Sie können auch gerne den nächsten Termin schon mal avisieren. Ja, wir haben also einen Künstler, oder ich habe einen Künstler, den ich seit vielen Jahren vertrete, der hier vertreten ist auf der Eifortelbahn. Nennen Sie ihn gerne. Das ist Richard Fuchs. Ja. A7. Welche Stilrichtung? Hier A7. Ja. Das ist abstrakt. Abstrakt. Aber sehr fein abstrakt Öl, also sehr schön gemalt. Ja. Sehr interessante Werke von so klein bis riesengroß. Also wirklich sehenswert. Und natürlich kenne ich viele, viele andere, die hier vertreten sind. Und ich bin heute nicht nur auf Suche wieder für die nächsten Kunstauktionen. Eine sehr wertvolle Sache. Sondern dann, auch eben als in meiner Funktion als Kunstmanagerin hier in Hamburg. Also nochmal, 11. Februar 2020, Eventhalle der Firma Jensen hier in Hamburg. Das ist die Kunstauktion zugunsten der NCL-Stiftung. Wer als Gast kommen möchte, bitte, bitte anmelden. Frau Saatrübe, soll mir reichen. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und eine tolle Sache, die man wirklich unterstützen muss. Großartig. Vielen, vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, ich habe mich jetzt einfach mal hier so in die Mitte gestellt. Gute Dame, wenn Sie mir kurz sagen würden, wie Sie heißen. Bianca Daniel. Ja, bitte kurz in die Kamera schauen. Und Herr? Carsten Geier. Herr Carsten Geier, darf ich fragen, was Ihre hier Intention ist hier bei der Messe? Vertreten Sie vielleicht jemanden als Galeristin? Oder? Das wäre wunderschön. Also ich plane das fürs nächste Jahr. Oder als, im Moment als noch Gast. Nicht. Im Moment als Gast und immer wieder gerne jedes Jahr bei den diversen Galerien und am liebsten beim Kunsthaus Hannover. Ja, gibt es denn da eine Schnittmenge? Also arbeiten Sie auch mit Kunst? Oder ich mache Kunst. Ach, Sie machen Kunst. Ja. Erzählen Sie ruhig mal was davon. Ja, ich male. Sie sind das ist ganz verrückt, welche oder? Stilrichtung, welche Formen? Tatsächlich moderne Kunst mit einem leichten Touch in Richtung Pop-Art, würde ich sagen. Pop-Art. Das muss ich mir unbedingt mal ansehen, Bianca. Herr Geier, bin ich neu bei ihr. Herr Geier, Sie sind noch nicht dran. Warten Sie noch eine Sekunde, wir kommen auch noch gleich auf Sie zu. Ladies first. Natürlich. Ist Kunst bei Ihnen auch zeitkritisch? Sagen Sie, dass Sie auch Zeitgeschehnisse aufnehmen? Oder wenn Sie sagen Pop-Art, ist es ja eigentlich oftmals das Gegenständliche, Banale, was eben idealisiert wird. Was würden Sie zu Ihrer Kunst? Ich glaube, banal trifft es. Nein, es trifft es natürlich nicht. Also ich nehme in der Regel kein Zeitgeschehen auf. Ich beschäftige mich tatsächlich ohne Witz mit den Dingen, die ich schön finde. Die male ich und da also darf man auch nicht. Spielt eine große Rolle bei Ihnen, ja? Auf jeden Fall. Also ich male überwiegend Frauen und die sind in der Form dann auch ästhetisch, wie ich finde. Ja, toll. Dann wollen wir mal zu Herrn Geier übergehen. Sie kennen sich wahrscheinlich, aber Sie haben sich noch nicht ausgetauscht, was die Kunst angeht, Das macht Bianca relativ neu mit der Kunst, beziehungsweise hast du jetzt nochmal neu angefangen. Darum kenne ich das noch nicht. Ich habe vor 15 Jahren vor 30 Jahren angefangen zu malen, habe vor 15 Jahren aufgehört. Was waren Sie denn dann? Was war denn dann das Vorleben vor der Kunst wieder? Das Vorleben vor der Kunst, also wenn Sie mal, ich bin, da ich keine 70 bin, können Sie davon ausgehen, davor habe ich irgendwann mal einen ganz normalen Beruf. Ja, den habe ich auch parallel gemacht, deswegen habe ich zwischenzeitlich aufgehört zu malen. Jetzt sind Sie wieder voll dabei. Und Herr Geier, sind Sie kunstinteressiert? Sind Sie selber Galerist? Sammler. Das ist aber wirklich ein Status. Ich habe mir heute sagen lassen, Kunstsammler zu sein, das ist nicht ohne. Also das hat schon gewisse Parameter, die man dann erfüllen muss. Was muss man denn alles erfüllen? Einen dicken Geldbeutel zum Beispiel. Ja, darum komme ich jetzt zu der Affordable Art Fair, weil ich keinen dicken Geldbeutel habe, sondern weil ich hier die Chance habe, was zu finden, was zu meinem Geldbeutel passt. Was dann aber auch dazu führt, dass sich der Geldbeutel wahrscheinlich irgendwann weiter wieder füllt, nicht? Also, wenn Sie auf die richtige Kunst setzen. Wir kaufen aber nicht in der Hoffnung, dass es jetzt unbedingt mehr wert wird, sondern wir kaufen, weil wir Spaß daran haben. Und wir hängen es auf und genießen es jeden Tag. Ich bemerke, Sie sprechen in der Wir-Form. Sie meinen Sie, Frau und ich. Ach, Ihre Frau und Sie. Ja. Also aus privaten Motiven oder privat. Auch gewerblich irgendwo eingesetzt, privat. Ist die Kunst, irgendwo, wenn Sie jetzt zum Beispiel Arzt wären, könnten Sie jetzt sagen, Sie würden das gewerblich irgendwo auch einsetzen und nutzen, das tun Sie nicht. Ich verstehe die Frage. Ich habe auch eine Agentur und da hängen auch Bilder. Ja. Für welche Kunst interessieren Sie sich denn? Wo haben Sie denn den Fokus? Hier vielleicht Pop-Art. Hier findet man ja tatsächlich alles. Ja. Alte, neue Sachen, junge, unbekannte, bekannte. Ja.
Es hat ein Preislimit von 7.500. Das ist das Einzige, was die Kunst hier verbindet. Und das macht die Affordable Art Fair ja auch so spannend, dass man wirklich ganz unterschiedliche Sachen finden kann. Das heißt, wenn man nur 7.500 mitbringt, kriegt man auch nur ein Werk bis in die Höhe. Ich meine, wenn Sie zwei kaufen für 7.500, dann ist das Ganze schon bei 15.000. Sie bekommen ja auch jede Menge Kunstwerke in anderen Preisregionen. Insofern kann man ja auch das Ganze, also man kann es ja wunderbar zusammenstellen. Ja, aber es ist sehr charmant. Also wollen Sie noch was sagen? Ja, bitte. Ich teile tatsächlich die Leidenschaft mit meinem Mann wiederum des Sammelns. Also insofern sind wir uns auch ähnlich. Also wir haben auch andere Künstler zu Hause, nicht nur mich. Und, die Sie ja auch inspirieren. Also Sie würden ja nicht Kunst kaufen, nur einfach um das, sag ich mal, Dekorativen, sondern Kunst, die Sie auch selber inspiriert wahrscheinlich. Ja, das ist sicherlich so. Allerdings kommt es mir bei den Künstlern, ist vielleicht bei euch genauso, tatsächlich darauf an, dass es mir gefällt. Also ich muss es jeden Tag angucken wollen. Ja. Und die wandern natürlich auch mal von A nach B, die Bilder. Und je mehr dazu kommt, desto... Bei Ihnen genauso mit dem Wandern? Nein, die hängen fest zementiert. Wanderausstellung, ja? Soll mir erst mal reichen. Ich bedanke mich bei Ihnen und ich wünsche Ihnen viel Spaß hier. Ja, jetzt gucken wir uns die Bilder an. Dankeschön. Vielen Dank. So, und jetzt habe ich wieder ein nettes Pärchen hier angetroffen. Sie sind bitte Frau? Krüger. Frau Krüger und Herr? Witte. Herr Witte, genau. Darf ich mal fragen, Sie sind mir ja gleich aufgefallen mit Ihrem tollen Outfit in einem schrillen Gelb. Ob Sie selber Künstlerin sind oder was darf man denn gerne von Ihnen erfahren? Ich bin keine Künstlerin, ich bin freie Autorin im Bereich Kunst. Ich schreibe Kataloge, halte Eröffnungsreden. Ah ja. Ich bin Kuratorin und habe mich neuerdings mit einer Filmproduktion im Bereich Kunst selbstständig gemacht. Wir drehen Filme für Künstler, also Künstlerporträts, Imagefilme für Galerien und dergleichen unter dem Namen Artscene.film. Ja, dann promote ich Sie doch gleich damit. Gibt es ein schönes, aktuelles Projekt oder Thema oder ein Künstler, den Sie gerne hervorheben möchten? Hier haben Sie die einmalige Chance. Es gibt ein sehr spannendes Projekt. Ja. Wir haben eine Eigenproduktion, die nennt sich Open Studio Gallery. Die geht am 12.12. online. Ach so. Die ist da nicht mit dabei, aber es ist eine Mediathek, die Hamburger Künstler zeigt, in Videos frei zugänglich für jeden. Und da starten wir jetzt mit den ersten 5 Künstlern. Ist das jetzt eine Vermarktungsform, die neu ist, weil sich jetzt verschiedene Wege gleichzeitig gehen oder bespielen? Also ich sage mal, die Autorenfunktion und dann die Filmfunktion. Wie würden Sie das mal interdisziplinär hier mit der Kunst erklären? Es ist auf jeden Fall, in der Kunst wird viel zu wenig Video verwendet. Mit Video kann man die Kunst ganz anders erfahrbar machen. Und wir wollen die Kunst vor allem sichtbar machen. Hamburg hat wahnsinnig viele sehr, sehr gute Künstler, es weiß nur keiner. Mhm. Und wir gehen in die Ateliers, wir fangen die Atmosphäre der Ateliers ein und möchten das einfach für jeden, der Interesse hat, zugänglich machen. Aber einen Zugang zur Mode haben Sie auch, nicht? Ich meine Fashion hier oder gibt es die Synergie mit Mode dann nicht noch? Es ist ja letztlich alles eins. Also ich glaube, wenn der Blick ästhetisch geschult ist, dann sind Mode und Kunst nicht so weit auseinander. Aber ich finde auch, Künstler dürfen sich ruhig ein bisschen mehr inszenieren und damit geben Sie denen ja eine Plattform. Das so ein auf bisschen jeden Fall. Exaltiert, so ein bisschen seine Kunst zu präsentieren, da sind eigentlich viele auch sehr, sehr in sich geschlossen. Wobei die Frage ist, muss man so exaltiert sein? Das Ding ist die Künstler sagen ja alles, was sie zu sagen haben in der Kunst. Ja. Und insofern braucht es dann Leute wie die Kunsthistoriker, die das wieder in Wort überführen. Weil es auch wieder viele Künstler gibt, die sich nun sehr, sehr gut inszenieren konnten und das auch mit als Kunstfigur mit bespielt haben. Ich gehe mal weiter zu Herrn Witte. Herr Witte, wie kommt es denn zu dieser Begegnung hier? Ach, wir kennen uns schon ziemlich lange eigentlich. Ja. Ne? Wir haben eine Freundin eigentlich gar nicht für die Kunst. Sie selber Kunstsammler oder Kunstinteressent? Ich bin Fotograf. Aber Sie sind Fotograf. Ja. Arbeiten Sie denn auch zusammen? Doch, schon, Wir unterstützen uns gegenseitig und man tut, was man kann. Herr Witte, referieren Sie ruhig ein bisschen weiter. Ihre Kunst stellen Sie zum Beispiel hier aus oder bewerten Sie auch Fotokunst, die hier? Ich bewerte das natürlich für mich selber, und bin manchmal erstaunt, positiv wie negativ, was es so gibt. Ich bin aber hier vertreten in Hamburg durch Monika Mohr. Das ist meine Galeristin schon seit über 15 Jahren. Aber man muss ja mal gucken, was die anderen hier machen. Welche Art von Fotografie bieten Sie denn? Sind das Zeitgeschehnisse? Was greifen Sie auf? Das ist schon sehr inszeniert. Also ich mache viel Architekturaufnahmen, aber sehr zerlegt, dekonstruktiv. Weltweit oder jetzt nur in... Ich fliege weltweit. Also ich bin 3-4 Mal im Jahr unterwegs in der ganzen Welt. Auch für Verlage oder wie? Nee, wird das nur für mich. Ja. Ich habe keine Auftraggeber mehr. Die leiste ich mir nicht. Nein, da habe ich keine Lust mehr drauf. Ja, bitte, wo kann man Sie antreffen, wer sich weiter für Sie interessiert? Ja, im Netz am besten unter carstenwitte.com oder bei Instagram bin ich auch oder eben bei meiner Galeristin Monika Mohr in Mittelweg. Soll mir erstmal reichen, sollen sich die Menschen dort vor Ort einen Eindruck machen. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen noch viel Spaß und Erfolg und weiter so, ja? Ja, danke sehr. Danke. Liebe Zuschauer, jetzt an meiner Seite Dan David Goller, ich grüße Sie. Grüß. Ich kannte Sie damals von Ihrem Unternehmen, das hieß, glaube ich, Avia Rent, war das richtig? Genau, ja. Und Sie interessieren sich ja auch für Kunst und zwar zuletzt hatte ich eine Begegnung mit Ihnen auf der Ad Art Ausstellung. Wenn Sie darüber kurz was erzählen würde, über Ihr Engagement dort.
Ja, wir sammeln ja seit vielen Jahren Kunst, also seit 30 Jahren sammeln wir Kunst. Und auf der AdArt im letzten Jahr haben wir ein Portfolio von Street-Art-Künstlern ausgestellt, bei uns in den Büroräumen, um das der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und damit die Öffentlichkeit auch einfach mal Zeit und Lust hat, sich an Kunst zu erfreuen. Es ist aber auch viele Unternehmen, die sich daran beteiligen. Mittlerweile, und, ja. Was initiiert man damit? Also will man dort das Publikum erfreuen, die Mitarbeiter? Also welche, sag ich mal, Synergien erfüllen sich damit? Was für Freuden impliziert das Ganze? Naja, also ich als Unternehmer muss eben sagen, ich hatte immer ein großes Interesse an Kunst und meine Mitarbeiter haben sich immer sehr daran erfreut, wenn wir Kunst in den Büroräumen aufgehangen haben. Und so wechselt man natürlich auch über die Jahre mal und vieles, was man dann kurz hat, geht dann vielleicht auch einfach mal ins Lager. Und so hat man einfach die Möglichkeit, der breiten Bevölkerung Zugang dazu ermöglichen, kostenfrei. Und deswegen ist dieses AdArt zum Beispiel eine sehr gute Veranstaltung. Auf der AdArt-Website konnte man auch hier Interview sehen. Ja. Und das war ja sehr umfangreich. Da hat man ja gesehen, was Sie für ein umfangreiches Wissen über Kunst haben. Wollen Sie da gerne nochmal so ein paar Stichpunkte raus hervorheben? Ausstellungen, die Sie besuchen, ich weiß nicht, die Art Baselitz, jetzt bin ich schon mal Georg Baselitz. Ja, Art Basel Miami zum genau, Beispiel. Miami. Also welche Ausstellungen interessieren Sie? Wo nehmen Sie sich Input? Wie gehen Sie mit der Kunst im Alltag um und überhaupt, wie gehen Sie mit der Kunst um? Ne, ich besuche Ausstellungen letztendlich wie jeder andere auch, also als Besucher. Und für mich ist einfach, weil ich schon immer mich sehr dafür dieses Thema Kunst interessiert habe, schaue ich vielleicht ein bisschen anderes auf Bilder als andere. Mich interessiert immer, was ist letztendlich das Handwerkliche dahinter. Deswegen habe ich auch viele Jahre gebraucht, bis ich mich mit der Fotokunst auseinandergesetzt habe. Habe ja auch diese große Ausstellung mit David Rabin gemacht in der Barlachhalle. Ja. Foto, muss ich immer mal sagen, war für mich am Anfang nicht unbedingt Kunst. Also nur weil jemand einen guten Snapshot macht, ist das nicht unbedingt Kunst, sondern ein Foto wird aber mittlerweile genauso inszeniert, wie ein Bild, das gemalt wird. Und ich hole mir meinen Input, genauso wie alle anderen Menschen auch, aber schaue eben immer, wie ist es handwerklich letztendlich gemacht worden. Haben Sie selber auch mal kreativ versucht, sich zu betätigen? Ich meine, wenn man ständig mit Kunst konfrontiert wird, dann fragt man sich irgendwann auch, vielleicht habe ich da auch eine innere Gabe und muss sie einfach erstmal üben, ausüben. Ne? Wie gehen Sie damit um? Ich wollte ursprünglich ja selber mal Kunst studieren, bin dann aber auf einen ganz anderen Weg letztendlich gelandet und ich habe mich da mal selber dran versucht, aber bin als Künstler, glaube ich, nicht vermarktbar. Herr Koller, was man jetzt noch erwähnen sollte, schnell, Sie machen ja auch soziale Projekte, die Sie fördern, auch in Verbindung mit Kultur und Kunst. Da geht es auch um Kochen. Genau. Sie haben auch eine Gabe des Kochens. Das ist ja was Kreatives. Das muss man auf jeden Fall mal so stehen lassen. Kochen ist auch Kreativität. Was würden Sie darüber gerne unterrichten? Naja, wir haben einen gemeinnützigen Verein 2011 gegründet und da haben wir dieses Thema der Kunst und der Förderung von sozial benachteiligten Kindern zusammenbekommen. Und dieser Verein unterstützt in mehreren Werkstätten in Hamburg sozial benachteiligte Kinder, Flüchtlingskinder auch, und fördert die in der pädagogischen, künstlerischen Ausbildung. Wir geben da Musikunterricht, wir geben Malunterricht nach festen pädagogischen Prinzipien. Ja, und einmal im Jahr koche ich eben Rouladen nach dem Rezept meiner Mutter für 100 Leute, die ich dann auch selber koche. Wir können gerne den nächsten Termin analysieren. Der nächste Termin 21. ist der 21. Ja, also wir haben aber leider nur noch 5 Plätze frei, weil irgendwo bei 110 Leuten ist unser Limit dann eben erreicht. Ja, right, aber es ist immer time. Eine schöne Veranstaltung, ja. Aber es gibt noch andere Projekte, noch, um das abzurunden. Sie machen ja noch viel mehr. Wollen Sie da noch ein tolles Projekt mal kurz, besprechen, was Sie noch machen? Kulturell machen Sie ja auch sehr viel. Ja, was mache ich kulturell? Also wie gesagt, am meisten unterstütze ich natürlich meinen eigenen Verein letztendlich, wo wir viele Sachen machen. Born to Fly. Ja, pornfly.info ist unsere Seite. Da kann man, also, und wir haben eine große Mitgliederzahl. Wir verkaufen, also unser Kernprodukt ist Honig, den man kaufen kann über unsere Webseite, über Mutterland und ähnliches. Und das gesamte Erlös von diesem Honig geht letztendlich dann unserem Verein zugute. Und es hat sich also gelohnt, nochmal nachzuhaken, Herr Goller. Ich wünsche Ihnen viel Spaß hier auf der Affordable Art Fair und auf ein baldiges Wiedersehen und vielen Dank für das tolle Interview. Ja. Ich bedanke mich bei Ihnen. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, jetzt das Ehepaar von Ehren. Sie sind auch kunstinteressiert oder wie darf man Sie einleiten und einführen in diese Thematik? Bitte schön. Ich würde gerne sagen, wir waren zu der ersten Ausstellung, das ist bestimmt 7, 8 Jahre her. Also Pioniere sozusagen. Pioniere. Und das war, und wir waren begeistert, dass man mal etwas findet, was schön ist, aber nicht gleich ein Vermögen kostet. Ja, okay. Da haben wir auch gleich was gekauft. Und sie ist von jedem Jahr besser geworden, von Jahr zu Jahr besser geworden. Und wir finden sie dieses Jahr besonders attraktiv und gut. Besuchen Sie denn auch andere Ausstellungen, wie die Art Cologne zum Beispiel, oder Biennale oder so? Wir gehen auch nach, wie heißt das da in Holland, die schöne Ding? Amsterdam. Nein, Art, ja.
Also wir sind schon unterwegs und interessieren uns für Kunst, ja. Darf man fragen von Ehren? Also da mal ein bisschen so über die Legende, die Historie. Das klingt ja adelig. Sie ein bisschen Adel. Mal kurz erfahren darf von schwere, Ehren, ja? Schwere Adel, ja. Also ein bisschen über die Historie. Also in welchem Bereich sind Sie tätig? Wir haben eine Baumschule in Hamburg seit über 100 Jahren. Ja. Und wir schicken unsere Pflanzen über ganz Europa bis nach Russland. So. Darf man fragen, wie das Unternehmen denn heißt? Von Ehren. So von Ehren auch wieder. Ah ja. Und weltbekannt. Heute als Kunstsammler, Kunstinteressierte, wie würden Sie so Ihre Eigenschaft hier heute sagen? Interessiert oder auch Kunstsammler? Nee, wir sammeln nicht unbedingt Fall Kunst. Interessiert. Wir kaufen, was uns gefällt. Ja. Ach so, auch so wie das. Ja. Also nach rein. Ja. Und sagen Sie dann so speziell auch für die Firmen, Unternehmen? Nein, oder geht das wirklich für die Privaten? Also rein privat. Und deshalb sind wir zu zweit, weil wir das abstimmen müssen. Ja. Wenn meine Frau etwas schön findet, muss ich es auch schön finden. Gibt es da auch ein Vetorecht? Also wenn sie sagt, sie möchte es haben, oh ja, das wird, nö. Das wird dann abgestimmt. Ich oder habe das ein Vetorecht, sie nicht. Ja. Das glaubst du. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Danke. Genießen Sie es und im nächsten Jahr wieder oder auf einer anderen Ausstellung. Ja, klar, Dankeschön. Ja. Das Ehepaar Ehren. Danke. Ja. Ja, liebe Zuschauer, auffällige Personen wie dieser Mann hier mit diesem wunderschönen Schal. Ich mal kurz fragen darf, wie Sie heißen. René Spiegelberger ist mein Name. René Spiegelberger, das zergeht ja in der Zunge. Sind Sie selber Künstler, Akteur, Aktionskünstler, Galerist, Kurator? Was sind Sie denn? Galerist? Was kannst du denn sagen? Sammler reicht. Sammler reicht? Ja, da muss man wenig von Kunst verstehen. Man kann einfach irgendwo sich reinstürzen und die Messe in vollen Zügen genießen. Also reich geboren? Weil man nichts muss, aber alles kann. Ja, sammeln können kann nicht jeder. Deswegen erfordert es ja auch den Geldbeutel. Aber hier ist es ja natürlich mit Affordable Art Fair limitiert. Aber ich glaube, das ist eine Leidenschaft bei Ihnen? Oder? Deswegen darf ich ja nur auf diese Messe, aber nicht auf die Art Basel. Weil oder eben Art nicht Cologne, reich geboren. Ja? Oder, ja? Genau, ja, das ist das Problem. Aber Sie besuchen schon viele Ausstellungen und Museen wahrscheinlich auch dann, ne? Mit viel Freude, ja, genau. Was würden Sie denn gerne mal so als Ihr Highlight im Jahr 2019 hervorheben? Also die Affordable Art Fair ist natürlich für Hamburg ein absolutes Highlight, weil wir den Anlass schaffen, dass die Menschen zu Kunst zusammenkommen. Ja. Dann können wir immer über Qualität sprechen. Aber mehr den Mainstream, würde man ja sagen. Wir können dann immer über Qualität sprechen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es erstmal gut ist, dass die Messe hier ist, dass die Menschen zur Kunst zusammenkommen, dass es ein gesellschaftliches Ereignis ist und dann von hier aus den nächsten Schritt nach der ersten Erwerbung machen, in die Galerien, in die Kunsthäuser gehen, in die Museen. Und damit ist dann viel erreicht, wenn einige von diesen Besuchern hängen bleiben und sagen, die Kunst macht mir so viel Freude, da steige ich tiefer ein. Hier ist natürlich auch der Charme, dass hier Newcomer auch sind, Newcomer-Künstler. Haben Sie persönlich auch den Anreiz, so einen persönlichen Schatz hier zu entdecken? Also ist ja auch ein bisschen, sag ich mal, Entdeckertum hier. Vielleicht hier den neuen Richter von morgen zu treffen oder wen auch immer als großen Künstler hier. Das ist sicherlich sehr schwer, aber was natürlich hier auch als Mission der Messe mitschwingt, ist die Sektion der Emerging Artists, wo also ein kuratierter Bereich zu sehen ist. Der Thema Anthropozän, ne? Also, wo man einfach mal die Chance hat, jetzt nicht unter dem kommerziellen Aspekt, der hier natürlich auf so einer Messe im Vordergrund stehen darf, muss und soll, hier tatsächlich dann auch was zu sehen, wo einfach mal Kunsthistoriker, Kuratoren sich Gedanken gemacht haben, in diesem Fall eine Dame, die sagt, das finde ich sind besondere junge Positionen, die wollen wir zeigen und da schaue ich schon mit besonderem Augenmerk drauf, wie die Auswahl dieses Mal aufgefallen ist. Das sind dann ja auch Zeugnisse, Zeitgeschehnisse, Zeitkritik, da ist alles mit verbunden. Anthropozän ist ja da das Stichwort, dass eben der Mensch seinen Einflussbereich hat jetzt auf viele geologische und atmosphärische Lebensbereiche und das ist schon sehr spannend. Und ne? sogar auf die Kunst, ja. Jetzt habe ich eine ganz anspruchsvolle Frage. Wo kann man diesen Schal erwerben? Ja, keiner mitbekommen. Ich habe schon bei den anspruchsvollen Fragen, die haben Sie ja schon gestellt, als die Kamera noch nicht mitlief, die konnte ich ja schon alle nicht beantworten. Deswegen. Also ohne den Schal hätte ich nicht sofort, wäre ich nicht sofort so viel Signalfarben, also. Ja, ich war so schwarz. Ich stand so schwarz vorm Spiegel und dann habe ich gesagt, irgendwie noch einen kleinen Farbtupfer brauche ich noch. Aber wo kann man den? Ich glaube, das war der Flohmarkt, der hier am letzten Samstag hier auf demselben Gelände stattgefunden hat. Fühlt sich aber hat. Sehr hochwertig an, Herr Spiegelberger. Das ist ja auch ein toller Name. Haben Sie mal Namensforschung getrieben? Ja, natürlich, ne? Absolut. Spiegelberger. Da ist der Spiegel drin. Es gibt sogar einen Spiegelberg in Deutschland. Ja. Da wollte ich immer mal hinfahren zum Wandern und mal gucken, ob da irgendwie die Seen ein wenig Bild zurückwerfen. Sind Sie Hamburger? Geboren und gebürtig drinne Generation innerhalb der Wallanlagen, jawohl. Also wirklich, es war sehr angenehm. Ich merke, Sie sind sehr versiert. Ich wünsche Ihnen heute viel Spaß, Erfolg und viele Entdeckungen und
einen inspirativen Austausch und dann gerne wieder zur nächsten Ausstellung vielleicht die Art Cologne, wer weiß es denn. Ganz herzlichen Art-Basel. Dank. Ja. Ich habe mich über unseren Austausch gefreut. Vielen Dank. Auch Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, wieder ein interessanter Gast. Ich kenne Sie nicht, wenn Sie kurz mal sich vorstellen würden. Vorweg. Ich bin Manfred Winkler, komme aus Hamburg und ich möchte mich schon fast als Stammgast bezeichnen als hier Stammgast. Für diese Messe. Also als Kunstinteressent oder noch viel mehr? Damals, so lange ist das auch noch nicht her, eigentlich Laie, aber wo ich sagte, ich möchte selbstgemachte Kunst und nicht irgendein Poster bei mir hängen haben. Ja. Und einen Galeristen, den kannte ich, weil ich in meiner Freizeit Rettungsschwimmer bin und habe ich ihn immer bewacht. Ja. Und er sagte, komm doch mal in diese Messe. Ja. Da findet jeder was und so war es. Also das wievielte Jahr haben wir jetzt, damit wir mal ein paar Fakten zusammentragen? Ich müsste das fünfte Jahr mindestens sein. Ja. Was haben Sie denn seitdem alles erworben? Können wir Sie jetzt schon Kunstsammlern titulieren? Dreimal haben wir dann schon gemeinsam etwas erworben. Wer sind denn wir? Also mein Partner und ich. Ja. Im ersten Jahr halt ich selber bei der Galerie Jaschke. Ja. Im zweiten, nee, das war dann erst ein Jahr, haben wir Pause gemacht. Ja. Und dann kamen wir auf eine Leipziger Galerie, Triple A, wo es ganz was anderes war. Eher so Leipziger Schule in die Richtung. Ein toller Künstler, der jetzt zufällig, wir wurden Freunde und jetzt bei uns für eine Nacht ein Bett bekommen hat, damit er hier auch ausstellen kann. Ach, das ist ja toll. So muss man improvisieren. Die erste Künstlerin, die wir gekauft haben, das erste Bild, ist auch eine gute Freundin geworden, kommt bei uns ständig zu Besuch. Was für Zufälle, dass sich die Kunst gleichzeitig mit einer Freundschaft verbindet. Ich finde es aber sehr, sehr schön. Wenn die dritte Kunst ist nur ein Fußmann gewesen, nur, was heißt nur, aber den haben wir noch nicht kennengelernt. Ja. Wenn Sie nur mal kurz noch mal sagen würden, welche Arten von Kunst das war? Das erste völlig abstrakt, war für unser Treppenhaus, heißt Happy Gray. Ja. Ist es also wirklich ein Grau. Die Künstlerinnen oder Künstler? Petra Rösnickel. Ja, Rösnickel. Ganz toll, indem es immer in jedem Licht anders wirkt. Ja. Zu jeder Jahreszeit auch, je nachdem, wie die Sonne steht. Also impressionistisch so oder? Abstrakt. Absolut abstrakt. Das hier, klar. Absolut abstrakt. Ja, das zweite geht in die Richtung Leipziger Schule. Ja. Christoph Rode ist der Künstler. Ja. Wurde auch in diesem Jahr bei der Affordable Art in einen... auch wieder abstrakt oder was Gegenständliches? Etwas Gegenständliches. Mhm. Also viele Figuren, die aber immer keinen Kopf haben. Ah ja. Und es sind viele Anleihen daran, dass das in verschiedenen Räumen, innen oder außen, die ineinander übergehen, stattfindet. Spannend, ja. Ah, man kann sich so vieles denken. Das ist also so. Man kriegt immer wieder neue Inspirationen, Eindrücke. Flutscht in das Bild und kann sich verlieren. So muss es sein. Toll. Und der Fußmann, der ist, glaube ich, bekannt, ist so ein Altkünstler. Und das habe ich geschenkt bekommen. Und das ist natürlich schön, das habe ich seit einem Jahr dann hängen. Soll mir reichen. Vielen, vielen Dank für diese Eindrücke. Ich denke, Sie inspirieren auch Menschen, hierher zu kommen. Ich hoffe, ich hoffe. Und sich mit der Kunst weiter auseinanderzusetzen. Ja, man wächst. Viel Spaß. Danke. Ja, liebe Zuschauer, an meiner Seite jetzt die Künstlerin Anna van den Höfel. Und ich darf vielleicht mal du sagen, ja, also es muss gerne. Ja nicht immer nur ganz offiziell sein. Du hast eben gerade, ist das deine Kuratorin, Galeristin? Das ist meine Galeristin. Ich bin hier mit Art Room Konstanz. Ja, genau. Art Room Konstanz ist die Galerie? Genau. Wunderbar. Ja. Woher seid ihr denn? Konstanz, wirklich? Oder? Konstanz, also wir sind in Konstanz. Ich bin aus München. Ich war die letzten 6 Jahre am Reisen. Ja. Bin mit dem Rucksack überall hin, alleine ein bisschen. Also als Rucksacktouristin die Kunst sozusagen erstmal entwickelt oder welche Richtung geht's? Ja, im Endeffekt, ich war schon auf der Kunstschule in England. Ja. Hab da 4 Jahre im Endeffekt das Ganze intensiviert und es hat bei mir sehr früh angefangen, schon mit 13, Montessori-Schule, wo das Ganze so ein bisschen gefördert worden ist und dann war ich 4 Jahre in England auf dem Internat und bin eben dadurch noch mehr und noch intensiver in die Kunstszene gerutscht. Über das Oeuvre, was hast du denn da alles zu bieten in deinem Portfolio? Also welche Art von Kunst überhaupt? Abstrakte Kunst, sehr große Gemälde. Ölgemälde? Ich mache viel mit Acryl und viel mit verschiedenen Lacken und chemischen Reaktionen. Wer hat dich inspiriert, dass man ein bisschen so... Also bei mir ist alles eigentlich aus der Natur. Ich mache alles von den Reisen aus, wo die Ideen entstehen und bei mir ist alles aus der Vogelperspektive. Also immer dieses große Ganze hat mich immer sehr fasziniert. Schön. Und von daher, diese Strukturen, jeden Fall. Also ich verbinde alles mit dem Sport. Ich bin ein bisschen verrückt, was das betrifft. Ja? Und fotografiere viel aus Helikoptern, Fallschirmspringen, bla bla bla. Oh, ja. Und von daher diese Strukturen, diese Strukturen des Planeten, der Erde, egal welche Strukturen, also auch von Städten. Ich finde das wahnsinnig interessant und es war immer das, wo ich diesen Faible für hatte. Und ich benutze auch viele
natürlichen Materialien, also Erde, Mörtel, Sand und das eben mit Lacken. Also ich mache Strukturarbeit, es dauert manchmal 3 Monate, bis die Bilder dann trocknen und ja, das mache ich. Welche Künstler haben dich inspiriert zum Beispiel? Gibt's da Künstler, ehrlich gesagt, sagst, ja. Bin ich nicht ganz von frei. Also ich bin keine Künstlerin, die sich selbst nur erfindet, sondern. Nein, also auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich bin ein ganz großer Turner-Fan. Ja. Ich weiß, er ist sehr, also es ist alte Kunst. Und, aber für mich war es immer einer, der mich sehr inspiriert hat. Ansonsten habe ich einige Fotografen, die mich sehr inspiriert haben, eben gerade aus dieser Vogelperspektive. Ja. Weil er eben, es geht ja schon länger, also die Fotografen, die eben aus der Vogelperspektive arbeiten oder fotografiert haben. Und daher, ja, ich war da ganz jung mal auf einer Ausstellung von Edmeier. Hieß jetzt nochmal schnell ins Eingemachte. Wo kann man dich antreffen? Gibt es eine Ausstellung demnächst? Irgendwas Schönes, was du avisieren möchtest? Ja, also ich bin, wie gesagt, jetzt hier anzutreffen mit Artboom. Und ansonsten ist meine nächste Ausstellung in Deutschland ist einmal in Karlsruhe und dann in München gleichzeitig. Ich fliege jetzt dann nach L.A., und nach New York, weil wir nächstes Jahr eine Ausstellung dort planen. Also ich merke von daher, schon große Ambitionen hier. Mal gucken, was so kommt. Ja, also der Name ist vielversprechend und auch Programm ist genau. Self-Fulfilling Prophecy. Ich wünsche dir viel Erfolg. Vielen Dank. Danke. So, jetzt haben wir wieder 2 Gäste. Gute Dame, wenn ich Sie kurz ein bisschen näher zu mir führen kann. Ja. Wer sind Sie bitte? Ich bin Frau Stahl. Frau Stahl? Ja. Ihres Zeichens, in welcher Eigenschaft heute hier? Als Interessent und Käufer. Ja, das ist schon mal spannend. Und Sie bitte, Herr? Moritz Revenklo. Ja, und selber auch Unternehmer oder Kunstsammler. Landwirt. Landwirt, aber der eben eine Antenne hat, Affinität für Kunst. Genau. Eine Antenne, das finde ich Antenne gut. Ist gut. Muss ja immer wieder neue Wortschöpfungen machen hier. Ja, ist gut. Frau Stahl, das ist ja ein Name, der ist irgendwie Programm. Sind Sie denn auch so stahlhart im Leben? Absolut. Absolut. Aber das in heißt, der Kunst bin ich weich. Also sind Sie weich? Ja. Das ist die Kompensation. Ja. Dann suchen Sie die Kompensationskunst hier. Ich muss Gegenpol. Jetzt muss ich nur noch neue Schöpfung finden, weil sie ist so schlagfertig. Ja. Frau Stahl, haben Sie denn schon was hier entdeckt für sich? Nein, es war ein bisschen zu schnell bisher. Achso, ich habe Sie gleich am Eingang abgefangen. Ja, Sie haben mich am Eingang schon abgefangen, genau. Treffen uns später aber wieder. Ich bin nicht das erste Mal hier und ich weiß, dass Sie immer wieder ganz tolle Künstler sind. Dann und muss neue. Ich die Frage anschließen, was schätzen Sie denn so an der Affordable Art Fair? Die Abwechslung. Ja? Neue Inspiration. Ja. Ja. Also das ist hier nicht alles so, sag ich mal, elitär und im Ausschuss der Öffentlichkeit auch mal ein bisschen lockerer und wenn ich mal überleiten darf, Sie beide kennen sich woher, wenn ich diese intime Frage stelle? Wir sind Nachbarn. Tatsächlich? Ja. Ach, klasse. Nachbarn. Ja. Aber Sie haben sich nicht hier wieder getroffen, zufällig, sondern... Nein, wir sind zusammen hergekommen. Genau. Kommen ja aus Kiel. Ja, welche Kunst interessiert Sie denn? Also, wir haben natürlich das Haus voller alter Kunst und hauptsächlich Porträts. Ja. Und darum ist es ganz schön, wenn man so einen Gutshof auch mal mit modernerer Kunst schmücken kann. Haben denn auch die Kühe was davon oder ist die Tiere... Nee, die Kühe eher nicht. Ja, bitte? Ja, bitte? Die Kühe eher nicht. Ja. Das hängt natürlich dann bei mir im Haus. Ja, das war jetzt auch nur ein eingeschobener Scherz. aber wie verbindet sich das klassische Kunst dann eben halt nee, dann wir haben, mit abstrakter Kunst? Nee, wir haben immer mal moderne Kunst dazwischen. Das ist jeder hat ja, also das Gut gehört ja seit Jahrhunderten zur Familie und jeder tut was dazu. Mal ein Beispiel, welche Kunst interessiert Sie? Gibt es da einen Künstler, den Sie gerne mal vorheben wollen? Auch Sie gleich aus Stahl? Nee, es ist ja hier sind ja sehr viele junge Künstler, die noch nicht so bekannt sind. Ja. Und das finde ich auch ganz gut. Die weil wir man jetzt dann mit Ihnen bekannt machen wollen, wenn Sie einen schon bereits in den letzten Jahren entdeckt haben für sich. Gibt es da einen Künstler, den Sie da gerne mal... Da gibt es keinen, den ich da herausheben möchte. Aber es gibt hier sehr viele interessante neue Kunst und auch Inspirationen, dass man auch mal was mischen kann. Ja. Und ist schon ganz gut. Also kein Werk, das Sie mal hervorheben wollen oder ein Künstler, den Sie hier mit mal an dieser Stelle mal ein bisschen... Also wir sind wirklich gerade, wir haben noch eine halbe Runde in der Vergangenheit. Ja, in der Vergangenheit. Wir sind noch nicht so weit. Dann sage ich mal so, für heute, für dieses Jahr lassen wir es offen, aber ich dachte in der Vergangenheit hätten Sie vielleicht schon einen Künstler oder eine Künstlerin, die Sie gerne noch mal hier an dieser Stelle Hast kurz... Hast du da einen Favoriten? Man begegnet sich ja wieder, das ist ja kein einmaliges. Es ist ja so viel und immer Neues hier und immer entdeckt man was Interessantes. Gut. Also, lassen wir es noch offen. Ich bin gespannt. Wenn Sie ein Werk haben, halten Sie es hoch, damit wir es kurz abfilmen können. Das machen wir. Wenn wir hier Sachen raustragen, werden wir Ihnen vorher Bescheid sagen. So, liebe Zuschauer, je später der Abend, jetzt wird das hier schon ein kleines Happening. Ich habe diese beiden hier Damen und Herren gesehen. Es ist ja unglaublich, wie ihr Outfit ist. Ich meine, es bereichert ja auch, also gerade dieses blaue Sakko. Wenn Sie mal kurz was zu diesem blauen Sakko, das ist ja schon Hollywood hier.
Das ist nicht Hollywood, das ist Marokko. Marokko. Ja, Marrakesch. Ja, Marrakesch. Und zwar wirklich Direktimport. Handmade, ja? Handmade. Handmade. Gehen wir der klassischen Weise erstmal zur Lady über. Sind Sie ein Paar? Ich habe Sie jetzt hier beide kurz interrupted. Nee, dafür müssen wir jetzt lügen. Nein, wir sind kein Paar. Wir sind nur befreundet. Seine Ehefrau ist ausgefallen und mein Ehemann ist auch ausgefallen. So fängt es immer an. Genau, und deswegen haben wir uns zusammengeraubt. Ja, Sie hätten das Spiel ruhig mitspielen können, aber macht ja nichts. Und zwar, Sie beide jetzt hier Kunstkenner, Galeristen, Kuratoren oder einfach nur so aus Versehen hier? Nö, nee, das Zufall. Sind Bauern davor. Ja, ja. Der Bauer war übrigens kein Bauer, nur das war ja auch ein Adeliger. Aber da gehen wir aus. Ach ja, Sie sind ja verwandt mit dem. Der ist mein Bruder. Ist Ihr Bruder. Da kommen wir gleich drauf zurück. Nochmal Sie. Ladies first. Ja. Was haben Sie mit Kunst zu tun? Ich habe mich schon immer für Kunst interessiert. Das war aber auch schon in meiner Kindheit, weil meine Mutter und mein Vater haben Kunst gesammelt. Ja. Da fing das schon an. Oh, Ihr Name bitte noch mal kurz zuvor. Wir waren ich bin so die Freifrau von Menzingen. Freifrau von Menzingen? Ja. Ach, das ist ja wirklich. Ich spüre schon hier das blaue Blut. Ja, erzählen Sie gerne weiter. Auf jeden Fall ist das ja ganz interessant heute Abend hier, weil das ist endlich mal Kunst, die vielleicht auch nicht so überteuert ist, weil hier ist ja nur bis zu einem gewissen Preis erlaubt Kunst. Und deswegen ist es ja mal sehr spannend, dass ja auch mal Künstler ausstellen, die vielleicht ja auch sich das noch nicht leisten können, so teure Bilder. Und haben Sie denn in den letzten Jahren hier schon was erworben? Also jetzt Nein, ich bin das erste Mal hier. Also das erste Mal hier? Ja. So fängt es immer an. Die Adligen kommen immer am Ende. Erstmal. Lassen erstmal das gemeine Volk sprechen. Ich lebe erst seit einem halben Jahr hier. Ach so. Das ist tatsächlich der Grund. Das wäre schon ein bisschen vorher geworden. Und Sie waren nochmal der Freiherr von... Ich bin ein Graf. Ein Graf. Ein Graf und Gräfin zu... Ich hatte immer Graf und Gräfin zu Rantzau. Genau. Deren Film habe ich. Ich habe deren Imagefilm übrigens gemacht. Ja, wenn Sie den kennen. Das ist meine Familie. Das ist Ihre Familie. Da sind wir ja alle unter uns. Genau. Also ich bin zwar nicht blauen Blutes, aber Sie haben das ja heute mit Ihrem Sakko unterstrichen. Wenn Sie dann noch mal ganz kurz sagen, wie Ihr Bezug zur Kunst ist. Sie selber Künstler? Na, ich bin vielleicht nicht, aber ich fotografiere gerne und interessiere mich für Kunst schon immer. Ich habe gerne mich mit Malerei beschäftigt und kaufe hier und da auch mal Dinge, habe hier aber auch noch nichts gekauft. Ach, Sie haben noch nichts gekauft? Nein, ist noch das jetzt nicht. Premiere? Ja, Sie wissen ja, hier gibt es den Collectors Club und dem Collectors Club gehören diejenigen an, die hier auch Kunst erworben haben und die kriegen dann wirklich noch die Kuratoren zur Seite gestellt, die Galeristen, also da ist wirklich dann eine wirklich tolle Betreuung, first, ne? So richtige IP-Betreuung. Ich würde sagen, ich habe gerade gesagt, ich kaufe immer nur das, was mir wirklich gefällt. Und ich kaufe es nicht, weil vermeintlich der Wert so eine Wertsteigerung da ist. Also Sie haben ehrlichen Zugang. Ich finde, es ist auch gerade hier wichtig, dass es hier nicht um nur Kommerz geht und Wertanlagen, sondern wirklich... Das ist angenehm. Hier können auch mal junge Künstler sich sozusagen etablieren und mal versuchen, hier zu sagen, hallo, ich Und wenn was. Sie kaufen, dann steigert es den Marktwert auch. Und wer weiß, ob der Künstler dann nicht in 2, 3 bis 10 Jahren, in einer Dekade schon... Den Wert eines wirklichen erfolgreichen zeitgenössischen Künstlers hat, nicht? Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Spaß bei der Suche. Dann zeigen Sie uns gerne Ihre Werke, wenn Sie welche erworben haben. Wir freuen uns. Kommen Sie mal bei uns vorbei. Vielen Dank. Das tue ich auch gerne. Ja, genau. Danke. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, wer mich kennt, der weiß ja, dass ich auch immer sehr schüchtern bin und sehr schüchtern auf Menschen zugehe. Und hier habe ich gerade auch eine junge Dame, die ich mal ganz kurz introducen darf, und Herrn John Gross, den bekannten Werbemusikproduzenten Marie Amier, das Model und selbst auch Celebrity. Ich fange mal bei dir kurz an, wenn ich dich mal kurz einladen darf zu einem Interview. Ja. Marie Amier, du bist gerade hier eingetroffen, hier auf der Affordable Art Fair. Ich habe kurz was gesehen, was mich rührt, was ich kurz ansprechen möchte. Du bist auch eine Tierschützerin und eine Tieraktivistin, die sich für Tiere einsetzt. Ja, aber wie kommst du denn jetzt darauf? Weil ich das kürzlich gesehen habe und weil ich das auch wichtig finde, dass man das auf so einer, sag ich mal, tollen, spannenden Event auch mitkommuniziert. Oh, das finde ich aber schön. Ja, Tiere sind uns wichtig im Leben. Und ja, und deswegen trage ich auch ein Fake Fur, ganz wichtig. Ja, das ist natürlich ein Kunstpelz, keine Frage. Mhm. Ja, ich bin absolut gegen Tierversuche, ich bin gegen die Massentierhaltung und ich denke einfach, dass jedes Tier es verdient hat, geliebt zu werden. Und ich wünsche mir einfach, dass die Menschen das endlich mal begreifen. Ne? Denn wir haben hier ein Labor, das nennt sich LPD. Das wurde geschlossen. Und es wurde jetzt geschlossen aufgrund vieler Aktivitäten. Ja. Und ich muss sagen, das ist ein kleines Erfolgserlebnis, dass Unter es keine Tierversuchslabore gibt. Auf der Demo dafür. Genau. So, und es gibt aber leider noch 2 weitere LPD-Labore in der Nähe von Hamburg. Und
Es gibt unzählige Tierversuchslabore in Deutschland, was sowieso ein Riesendrama ist. Also wir sehen, es ist kein echtes Feld. Ein Riesendrama ist. Jetzt wollen wir natürlich zur Kunst überleiten, Marie Amir. Okay. Du auch hier heute, du bist ein sehr bekanntes Model, bist auch Celebrity, wenn man so sagen darf. Man kennt dich in der Society. Was können wir heute von dir erfahren hier? Der Zugang zur Affordable Art für deine Affinität zur Kunst. Also ich hoffe, dass ich hier heute einiges erfahre, dass ich einiges Neues an Kunst entdecke. Mhm. Ich habe natürlich eine Affinität zu Fotokunst. Das kommt wahrscheinlich aus meinem Job heraus. Und bin sehr gespannt, was ich hier heute Abend finde und was ich vielleicht sogar mit nach Hause nehme. Weil das Schöne ist ja, die Affordable Art Fair, ich glaube, hier ist irgendwie alles um die, wie viel, 5.000 Euro? 7.500. 7.500, okay, genau. Es ist gestiegen. Die erste Affordable Art Fair war so um die 5. So, aber es ist erschwingliche Kunst. Und hoffentlich dann auch Kunst, die vielleicht sich im Wert steigert. Ja. Aber am Ende des Tages muss es immer etwas sein, was das Herz bewegt und was man sich gerne Man kann sicherlich auch handeln, aber die Frage, hast du schon mal hier ein Kunstwerk erworben? Bist du schon seit mehreren Jahren hier? Oder ich bin ehrlich gesagt das zweite Mal, glaube ich, erst hier. Und beim ersten Versuch hast du erst ein bisschen rumgeschnuppert. Beim ersten Versuch habe ich ehrlich gesagt geschnuppert und man kommt kaum dazu, sich die Dinge anzugucken, weil man hier so viele Leute trifft. Das ist ein bisschen wie Klassentreffen. Das heißt, im Grunde muss man am nächsten Tag wiederkommen. Ja, ja. Heute ist es so ein bisschen sehen und gesehen werden ein bisschen Hallo sagen und so. Und dann... Dann geht es um die Künstler. Jetzt am nächsten Tag um die Künstler. Okay, muss man so stehen lassen, akzeptieren, aber klar, da ist auf jeden Fall Interesse da, nachhaltig dran zu bleiben und Kunst zu entdecken. Und ich habe auch einige Kunstfotografie zu Hause und ich, eigentlich sind meine Wände halt voll. Ja. So. Dürfen wir noch kurz zum Schluss etwas über dich erfahren, was in nächster Zeit bei dir ansteht? Du bist ja also vielseitig. Ach du, same, same, but different. Es ist alles beim Alten. Ja, irgendein soziales Thema. Ich meine, du bist ja sehr umtriebig auch unterwegs. Du bist ja nicht nur jemand, der sich nur auf die Fotomodel, sag ich mal, Thematik bezieht, sondern du engagierst dich schon viel. Ich engagiere mich für die DKMS Live, die Make-up- und Kosmetik-Seminare für an krebserkrankte Frauen tatsächlich organisiert. Also da bin ich tatsächlich Botschafterin. Mhm. Ja, aber es hört sich jetzt so an, als würde ich nur Charity machen, weil ich Tierschutz mache und DKMS Live. Aber, ich arbeite hauptsächlich als Model und Moderatorin, genauso ist das. Ja. Gut, soll mir reichen. Vielen Dank. Ich wünsche dir heute noch einen schönen Abend. Ich dir auch, vielen Dank. Entdecke viel Kunst heute für dich. Dir, das hoffe ich, du auch. Ja. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, jetzt wieder eine bekannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Herr Schalthoff, ich grüße Sie. Ja, Sie selber auch Redakteur bei Hamburg 1 zum Thema Ressort Politik. Sie erinnern sich vielleicht noch, ich muss eine kurze Introduction machen, dass wir uns damals über Herrn Scholz unterhalten haben. Ja. Und ich prognostizierte... Ich rede eigentlich auch lieber über Politik als über Kultur und Kunst. Deswegen ja die Einleitung, die Introduction darüber, dass ich prognostizierte, Herr Scholz wird nach Berlin gehen und Sie sagten, nee, dann soll er mal lieber noch ein bisschen bei uns bleiben. Erinnern Sie sich noch an dieses Plauderchen? Ne, ehrlich gesagt nicht, aber wenn ich gesagt habe, er soll lieber bei uns bleiben, heißt das ja auch erst einmal nichts. Was aber interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Kann ich nicht bestätigen, dass ich das mal so gesagt habe, aber wenn Sie das sagen, war das sicher so. Herr Schalthoff, kann es sein, dass Sie in Zukunft in das Ressort bildende Kunst übergehen und das bei Hamburg 1 noch für Kunst und Affordable Art Fair? Nee, das kann ganz, ganz sicher nicht sein. Ich stecke ja eher ein bisschen wieder zurück. Ich komme ja in das Alter, wo man so ein bisschen gucken muss, dass man nicht mehr ganz so viel macht, aber in der Politik treibe ich mich noch ein bisschen rum. Das hier ist reines Privatvergnügen. Da ist ja in der Kunst, sag ich mal, vielleicht ein bisschen lebendiger und farbenprächtiger ist als im Politikalltag. Ist das für Sie so eine tolle Kompensation? Der kann auch ganz schön bunt sein, der Politikalltag. Ja, aber irgendwie, also okay, Sie haben ja recht links und rechts Mitte. Ich hab ja noch gar nicht alles gesehen. Nein. Insofern, Nein, aber Politik finde ich auch schon manchmal ganz schön bunt. Ja, aber wenn Sie mal zur bildenden Kunst übergehen, Ihre Affinität hier zur Kunst, Affordable Art Fair das erste Mal oder? Nee, das ist so. Ich glaube, das dritte Mal, dass ich da bin. Ja, wenn es das gibt, sind wir eigentlich hier, gucken uns das mal an. Aber eher so aus persönlichem Interesse, nicht aus dem großen Kunstinteresse ist heraus. Ist ja ein gesellschaftlicher Anlass, warum denn nicht? Das haben wir eigentlich hier. Und wir schauen auch nur so danach, was springt uns ins Auge, was gefällt uns, ganz unabhängig davon, welchen übergeordneten künstlerischen Wert das hat. Welche Kunst haben Sie denn bereits schon erworben? Hier schon mal auf der Messe oder? Hier noch nicht, aber wir haben schon mal zwei, drei Bilder erworben. Welche Richtung geht das so? Das ist alles moderne, abstrakte Sachen. Abstrakte Kunst, Herr Schalthoff, soll mir reichen. Vielen Dank. Es geht mir auch darum, Sie mal im Privaten zu erleben. Ja, alles gut. Und nicht immer nur in Ihrem Fach. Alles gut. Und auch mal eine andere Seite zu beleuchten. Alles gut. Herr Schalthoff, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch. Ciao, danke. Ja, an meiner Seite jetzt Herr Kühn. Ich grüße Sie. Sie sind Architekt, Sie sind aber auch Psychoanalytiker. Richtig. Da sind wir ja schnell bei Sigmund Freud. Richtig. Und auch vielleicht, sag ich mal, dem Surrealismus, weil wir wissen ja auch, dass Salvatore Dali sich ja auch mit Sigmund Freud beschäftigte. Wie tief gehen Sie in die Kunst ein? Wie weit tauchen Sie ein in die Kunst?
Also Psychoanalyse und Kunst ist eine lange alte Tradition, ja, eine gute Verbindung miteinander, die, ja, viele Themen auch gesamtgesellschaftlich irgendwie miteinander diskutieren, irgendwie, ja, auf unterschiedlichen Ebenen. Ja, ja, also wer mal durch Dalis Wohnhaus gegangen ist. Ja. Sind Sie es mal? Ja, ja, mit meinen Kindern. Ja, das ist vor allem für Eltern, ja, mit Kindern zu empfehlen, weil, mhm, das ist ein Haus, was den Kindern irgendwie die Kunst sehr nahe bringt. Ja? Da stehen Eisbären und wunderbare andere Objekte. Ja, Fantasiewelten irgendwie, die, wahrscheinlich, Traumwelten. Genau, ja, und damit beschäftigt sich die Psychoanalyse ja originär auch. Ja, ja? Schon Josef Beuys sagte, Kunst ist Therapie. Also würden Sie dem zustimmen? Kann man ja eigentlich nichts, wenn es ein Jahrhundertkünstler sagt, da kann man wahrscheinlich nicht widersprechen. Würde ich auch nicht widersprechen. Beuys hat ja auch gesagt, irgendwie, dass in jedem ein Künstler steckt, was das zum Ausdruck bringt. Kunst ist irgendwie Leben, Leben ist Kunst. Ja, aber es hat auch was damit zu tun, ob sie gut mit ihrem, ja, Unbewussten in Kontakt sind, was ja eine Quelle von unendlicher Kreativität und Energie ist. Wie sind Sie mit Ihrem Unterbewussten gut in Kontakt? Ich hoffe doch, ja. Spaß muss sein. Ja. Sie sind heute als Kunstinteressent hier oder wie darf man das verstehen, als Sammler, Kunstsammler? Wie weit, wie gesagt, ist der Bezug hier auch zur... Ich bin jetzt eingeladen, ja, von einigen Galerien, ja, die ich gut kenne und mit, ja, denen ich manchmal zusammenarbeite. Ja. Und freue mich irgendwie einige... Zusammenarbeiten scheint ja dann nicht nur übers Sammeln hinauszugehen, sondern da scheint ja auch vielleicht eine gewerbliche Struktur dahinter zu sein. Vermarkten Sie auch Kunst oder wird also, man das so bestehen dann? Ich habe gerade eine Wohnung in Amsterdam irgendwie eingerichtet, ja, und da müssen auch Bilder an die Wand. Natürlich, Interieur, ähnliches, Architektur, ja, gleich in Verbindung mit der richtigen Kunst. Genau, und insofern irgendwie ist das eine Schiene, auf, ja, der man da unterwegs ist. Und, wie kommt man so an Sie heran? Öffentlich, offiziell sind Sie tätig als Architekt, so dass man Sie öffentlich auch erreichen kann oder nur, genau, mit Empfehlungen und alles sehr, sehr... Also ich mache irgendwie private Projekte in aller Regel. Ja. Ich mache aber auch Kliniken oder Ähnliches. Ja, ah, und ich habe auch mache relativ viel Berufspolitik irgendwie für die Psychoanalyse. Ja, so insofern irgendwie begegnet man mir sehr, an sehr verschiedenen spannend. Ecken. Welche Kunst haben Sie denn selbst bei sich zu Hause, also privat? Womit liebäugeln Sie denn da mit der Kunst? Also ich mag vor allem irgendwie Objekte. Hm. Also bin nur zum Teil irgendwie ein Freund von Bildern, aber von gestalteten Wänden. Hm. Und da finden Sie bei mir irgendwie quer durch die Bank. Sind Sie da auch sehr penibel mit den, sag ich mal, Maßen und mit den Perspektiven, dass das auch alles technisch richtig gemacht ist? Weil Sie sagen, Objekte, Sie als Architekt müssen also, ja eigentlich alles messen und sehen, ob der Künstler perspektivisch alles richtig gemacht hat. Ich glaube, das ist irgendwie, glaube ich, zweitrangig. Für mich geht es um das Herstellen von Stimmungen und Atmosphären, die Wirkung, ja, in denen man sich bewegt. Und dazu brauchen Sie dann auch Objekte, die gestalterisch anregen, ja, in jeder Art und Weise. Ja. Und so wie Sie irgendwie einen bestimmten Leuchter oder eine bestimmte Farbe oder was auch immer nutzen, drücken Sie was aus. Und ich gestalte dann, es ist ein bisschen mehr wie im Film. Wenn Sie wollen, ja, können Sie noch gern kurz irgendwas bewerben, promoten. Ist ja interessant, wer Sie jetzt kennenlernen möchte. Ich bin gerne offen dafür. Herr Kühn, gibt es da ein Unternehmen, Titel und so oder muss man recherchieren? Also Sie können nachgucken unter VPEC. VPEC. Ja, das ist meine Baufirma. Ja. Wir machen innovative... Wie schreibt man denn VPEC nochmal? V-I-P-E-Q. Okay. Ja, ist auch in Spanien beheimatet und ein bisschen interkulturell aufgestellt. Toll. Danke nochmal für das Interview. Tolle Geschäftsidee und Form natürlich, die es ja auch gibt. Aber wenn man mal jemanden braucht, dann ist er heute da gewesen. Genau. Nicht? Dankeschön. Schön. Na, liebe Zuschauer, ich suche mir ja immer die unauffälligsten Personen, die ich interviewe. Und hier habe ich wieder eine, sage ich mal, sehr, sehr lebendige Gestalt. Gestalt mit einer tollen Brille. Ja, ich muss ja, bei Kunst rede ich immer von Gestaltung und Gestalt. Ja, Sie sind eigentlich wirklich ein Mann, Sie sind eigentlich ein Dressman, würde ich sagen. Also man muss mal von oben runter filmen, darf ich mal. Also das ist ja ein Styling komplett, Prada-Brille, Marken, was ist Y3, was ist Y3? Mal runter. Yoshi Yamamoto. Ah, Yamamoto. Also, wir wollen aber heute nicht in die Mode übergehen. Darf ich kurz fragen, wie Sie heißen, guter Mann? Ich heiße Ricardo Lorenzo. Lorenz. Lorenzo. Lorenz. Lorenz, genau. Ricardo Lorenz. Muss man erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Und Sie sind...
Also lassen wir uns Zeit. Gucken Sie mal, wie die Menschen uns jetzt kurz eben ansehen. Ich hatte vorhin Gäste, da hat sich keiner rumgeredet. Aber man denkt wahrscheinlich, Sie sind ein bekannter Künstler oder ein Star. Und wenn nicht, dann fangen wir heute an. Habe ich nämlich kein Autogramm. So. Zufälligerweise und glücklicherweise ist mein Kameramann nicht Brasilianer, aber hat in Brasilien gelebt. Das heißt, das ist schon weiß. Und Sie sagten ja, dass Englisch und Deutsch nicht so ganz Ihre Hauptsprache sind, aber dann können wir kurz weiterladen, machen wir nämlich auch gleich. Ja. Aber vorweg, soweit es noch geht. Deutsch ist super, ist keine Probleme. Haben Sie gesagt, no problem. Wunderbar. Wir sprechen. So, die Freunde grüßen schon ganz herzlich. Ja, genau. Wenn ich kurz fragen darf, Sie selber hier, sind Sie denn Künstler, Kunstfigur? Nein, sind Sie Kunstsammler? Kunstliebhaber. Kunstliebhaber. Seit 4 Jahren habe ich diese Sympathie auf Kunst. Toll. Weil Kunst ist so, es gibt die abstrakte Kunst, die je nach Tag abhängig, man sieht immer diese Kunst anders aus. Und das bin ich. Das haben wir heute schon mal gehört. Das ist so eine tolle Wahrnehmung, dass abstrakte Kunst gerade immer wieder verschiedene Perspektiven und je nach Tagesablauf Na Tagesabstimmung, ne? Man sieht die Kunst total aus. Sind Sie heute das erste Mal hier? Nein, oder schon mal die Vorjahre? Schon mal gewesen, jedes Jahr. Das ist schon mein drittes Jahr. Ja. Und schon was erworben hier in der Vergangenheit? Ja, in der Vergangenheit. Aber das Problem jetzt, dass ich habe nicht so viel mehr Platz in die Wohnung. Und jetzt ist gut genug. Da müssen Sie austauschen, müssen Sie die dekorative Kunst rausnehmen und sich jetzt mit der hochwertigen Kunst der Künstler, mehr so die Etablierten oder auch Newcomer, wenn Sie sagen, Sie würden sich auch neue Entdeckungen gerne... Ja, deswegen bin ich jedes Jahr hier wegen der Newcomer. Ja, ja. Weil es so diese neue Generation, sie haben eine andere Empfindlichkeit über das Leben. Sehr schön, sehr Und das ist sehr wichtig, dass sie diese Empfindlichkeit, die sie über das Leben haben, sie versuchen das... In der Kunst nachzubilden. Ja, ja. Und das ist die Fantasie, diese Kreativität. Aber Sie selbst als Künstler? Kreativ? Oh, nee. Aber ich bin kreativ. Ich bin würde Ihnen aber jeder abnehmen. Aber jetzt. Nicht so gut. Welche Kreativität meinen Sie denn? Lebenskunst? Wir sind alles Lebenskünstler. Bei mir, es ist so, meine Art zu leben, wie ich durch die das Leben Strategie entwickle. Also, ich finde Ihre Brille, also das ist der Hammer. Wirklich? Der Hammer, ne? Vielen Dank. Es bedeutet, dass du einen guten Geschmack hast. Ja, und Sie haben den ja. Ich habe ihn ja heute nicht an. Aber wie gesagt, toll. Also wirklich die Kleidung. Ich möchte ja auch ein paar Leute, die wirklich hier auch wirklich von der Äußerlichkeit eben auch sehr viel Farbe, Lebendigkeit, Abwechslung hier reinbringen. Ja, das ist sehr wichtig. Nicht nur Menschen, die eben halt als Business hier so in Business-Fraktionen kommen. Auch, das ist sehr wichtig, das Leben, diese Abwechslung zu haben. Weißt du? Aber man muss dazu auch offenen sein. Ja, ne? Natürlich. Das ist sowas sonst. Da geben Sie heute wahrscheinlich auch Inspiration für Mode und in Verbindung mit Kunst. Eine tolle Synergie. Aber deswegen, Mode, Kunst, Musik sind die drei Linien, die parallel miteinander sind, aber sie treffen sich nicht, aber sie gehen nebeneinander. Toll, das ist schon Live-Coaching. Ich freue mich. Ja. Die Abmoderation machen wir jetzt aber mit meinem Kameramann, weil der, wie gesagt, in Brasilien gelebt hat und ihrer Landessprache spricht. Und ich möchte gerne den Abschluss mit ihm führen. Ich finde das kurios. Ja. So machen wir es. Es hat mich sehr gefreut. Ricardo, vielen, vielen Dank. Das war mir eine große Ehre. Gut. Ja? So. Sag mal kurz einfach noch Hallo. Ja. Ah. Olha, meu português está muito ruim. Porque eu agora sou... Agora sim, desculpa. Sou quatro anos no Hamburgo. Ja, also ich bin jetzt mittlerweile seit 4 Jahren wieder. Schon 4 Jahre wieder hier, seitdem er in Brasilien gelebt hat. Genau. Und deswegen... Mein Portugiesisch schwindet, hat sich ein bisschen geschrumpft. Ja, sim. So ist es, so ist es. So ist es, okay? Mas, amigo. Está muito, muito bonito. Tudo bom, homem. E está, eu conheço esse Y3. Yamamoto, sim. Ja, liebe Zuschauer, jetzt habe ich die beiden stattlichen Herren hier gerade neben mir getroffen und der eine hat jeweils immer auf den anderen verwiesen für das Interview. So lange, bis ich gesagt habe, so jetzt nehme ich sie beide kurz an die Hand. Mal kurz die Frage, sind Sie beide selber Kunstsammler? Erstmal Ihr Name bitte. Kai Manke ist mein Name und Kunstsammler bin ich nicht, aber
Wir hatten zu Hause noch so viele weiße Wände, dass ich gedacht habe, was kann man da machen? Ne? Also Sie haben große Flächen, ja? Also, ja, genau. Wunderbar, gehen wir gleich drauf ein. Und Sie bitte, Herr? Matthias Höhne, auch kein Kunstsammler, aber interessiert und auf der Suche nach schönen neuen Dingen. Na gut, es gibt ja so viele Ausstellungen weltweit und Museen. Wie kommt man jetzt gerade auf die Affordable Art Fair? Was ist da für Sie so, sag ich mal, der Reiz gewesen, die bezahlbare Kunst oder sagen Sie mal, dass vielleicht auch Newcomer-Künstler eine Chance kriegen der Entdeckung? Wie würden Sie das jetzt so aus Ihrer Sicht beschreiben? Ich sage mal, eine gesunde Mischung. Ja? Neue Künstler, bezahlbare Künstler, gute Künstler, schlechte Künstler, wobei es am Ende eine Geschmackssache. Am Ende ist eine Geschmackssache, der Preis ist gar nicht das Entscheidende. Am Ende ist wir kaufen nach Geschmack, was uns gefällt. Wenn Kunstwerk Sie anspricht, dann ist es egal. Genau. Und Sie selber auch persönlich? So war es eigentlich bei mir auch. Also wir sind vor ein paar Jahren eigentlich durch Zufall draufgekommen. Wir kommen natürlich hier aus Hamburg und dann haben wir beim ersten Mal auch tatsächlich ein Bild gekauft. Und seitdem kriegen wir immer wieder eine Einladung. Und es ist auch tatsächlich so, also eigentlich die letzten Male, wo wir was gekauft haben, haben wir auch spontan dann ein Bild gesehen, was uns beiden dann gefallen hat und dann war es das auch. Heute leider noch nicht. Ist aber auch spannend zu erfahren, aus welchem beruflichen, sag ich mal, Background Sie stammen. Darf man mal fragen, in welche Richtung das geht, damit man auch ein bisschen so die Zielgruppen hier erfährt, nicht? Unternehmer oder? Ich bin in einer Beratung. In der Beratung? Unternehmensberatung, ja, genau. Sie können gerne den Titel, den Namen? Ja, das ist Bearing Point, eine der führenden Management- und Technologieberatungen weltweit. Hier in Hamburg? Also hier in Hamburg haben wir auch ein Büro, aber wir sind halt und weltweit tätig. Und spielt auch eine Rolle, würden Sie sagen, dort Kunst zu platzieren, Kunst, Kultur, Firmenkultur ist sehr wichtig, ne? Also es ist schon so, dass wir auch in den Büros teilweise Kunst ausstellen, allerdings eher dann auch von Mitarbeitern, also Mitarbeiterwettbewerbe. Aber wenn es eine gute Gelegenheit gibt, dann würden wir das auch von irgendwelchen Galerien da ausstellen. Sehen Sie mal. Und bei Ihnen, wie ist es bei Ihnen, wenn Sie ein bisschen näher noch kommen, ja? Das Schöne ist, ich bin in der gleichen Firma. Du hättest den Namen ruhig nochmal sagen können. Nochmal, wie es aus Ihrem Munde klingt. Ja, da müssen wir mal hören. In Stereo bei 3. 1, 2 und 3. Bearing Point. Bearing Point. Ja, kein Echo, ich wollte es schon unisono. Ja, das ist so Bearing Point. Aber gut, ne? Sehr, Kanon. Aber sehr schön, dass Sie Kunst verbindet und dass Sie auch Freunde sind innerhalb des Unternehmens, hoffentlich auch noch nach der Ausstellung. Ich sag mal, streiten Sie sich auch ruhig, es muss ja auch eine konstruktive, gesunde Streitkultur geben. Ich sag mal, auch über Werke, Geschmacklichkeiten, über Techniken, was auch immer. Ich finde, der Austausch, der soll ja auch sehr spannend und rege sein. Ja, ja, das nicht ist konform, ja auch so. Nicht? Also, ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Spaß. Dankeschön. Dank, super. Danke. Liebe Frau André, vielen Dank für die Einladung zur 8. Ausgabe der Affordable Art Fair. Mit Ihnen immer wieder das feine Publikum Hamburgs, die Grand Dame. Darf ich mal fragen heute, was die Affordable Art Fair heute so wichtig ausmacht zu den letzten Jahren, dass sie sich immer wieder erfinden kann? Wie ist diese Erfolgsgeschichte zu erklären? Also ich denke, die Erfolgsgeschichte liegt schon in dem Namen Affordable. Mhm. Und der Gründer Will Ramsey, nicht zu vergleichen oder zu verwechseln mit dem Musiker Bill Ramsey. 1999. Genau. Battersea also Park. Also jetzt 20. Jahr. Ja. Wollte ihm oder hatte die Idee, Kunst zu demokratisieren. Ja. Und das ist ihm ja auch total gelungen, indem er eben diesen engen Rahmen hat von, oder Korsett sogar, von 100 Euro bis 7500 Euro. Mhm. Und um eben jungen Leuten auch die Möglichkeit zu geben, sich für Kunst zu interessieren, in die Kunst einzusteigen. Ja, ja. Und deshalb liegt es mir auch immer am Herzen, dass ich die mehr oder weniger erwachsenen Kinder meiner Freunde einlade, die heute Abend hier sind, wenn die anfangen, ihre erste Wohnung zu haben. Ja. Denn die wollen ja auch irgendwas an der Wand haben und ein blödes Poster, in Anführungszeichen blöd, kostet ja auch schon viel Geld. Aber da können sie Originale kaufen, zwischen eben, wie gesagt, 100 Euro und maximal 7500 Euro und können auch beobachten, wie der Künstler sich unter Umständen entwickelt. Frau André, wir hatten bisher sehr viele Blaublütler, also wir haben sehr viele Adlige, auch, sag ich mal, Unternehmer höheren Ranges. Ich sag mal, wie kennen Sie denn Ihr eigenes Publikum? Wie würden Sie die so charakterisieren? Was ist da so im Querschnitt alles dabei? Ich sag mal, auch Künstler, aber auch sehr gut betuchtes Publikum. Wie würden Sie Ihr eigenes Publikum hier heute charakterisieren? Also, weil heute ist ja auch eine spezielle Einladung, ne? 1000 geladene Gäste. Naja, es sind mehr. Also heute hat mir als Zusage bis heute Abend von unserer Liste, meiner Gästeliste, 1150. Aber es sind noch viele gekommen, die überhaupt sich gar nicht gemeldet hatten. Unglaublich hier. Und unglaublicher Zuspruch. Glücklicherweise sind eben viele meine Freunde. Ja.
Also das ist nicht nur eine geschäftliche Verbindung, sondern wirklich freundschaftliche Verbindung. Faszinierend, ja. Aber was mich eben interessiert, ist, dass man eine Gästeliste hat, die A, passt, das heißt, überwiegend kunstinteressierte Menschen und vor allem nicht zu homogen, sondern alle gesellschaftlichen Schichten kreuz und quer und viele Künstler und andere Galeristen und die Direktoren von Museen und so weiter. Also ein möglichst breit gefächertes, buntes Publikum. Ja. Wir haben in der Anmoderation auch das tolle Rahmenprogramm beschrieben. Was würden Sie denn aus Ihrer Sicht gerne hervorheben? Kunst ist ja auch zeitkritisch. Welches Motto hat jetzt diese Affordable Art? Gibt es da auch so ein Motto drüber? Ich spreche mal an, die zum Beispiel die Emerging Artists Anthropozän. Da geht es ja darum, was der Mensch eigentlich für einen Einfluss auf die geologische, biologische und auch atmosphärische Entwicklung hat. Was für Sie ist hier das, was Sie im Moment gerade besonders anspricht, wie hat sich das jetzt weiterentwickelt? Also die Emerging Artist Geschichte ist natürlich fantastisch, gerade für junge Künstler, die ja erstmal einen gewissen Bekanntheitsgrad finden müssen und glücklicherweise oder hoffentlich dann eben auch einen Galeristen finden, der sie repräsentiert. Denn das ist ja das A und O. Und Sie wissen ja, dass auch hier auf der Messe nicht die Künstler alleine kommen können und sagen können, ich möchte jetzt gerne hier ausstellen, sondern die müssen von Galerien repräsentiert werden. Was schon für eine Qualität schon an sich. Was für eine Qualität sorgt. Ja. Und sie müssen sich bewerben. Ja. Und dafür gibt es ja Oliver Lehndorf, den Direktor der Affordable Art Fair, und Isabelle Daimel als Kuratorin, die also eine ganz strenge Auswahl treffen. Und was mich wahnsinnig freut, einer der holländischen Galeristen, der von Anfang an hier war, sagte mir, er stellt jedes Jahr wieder von Neuem fest, dass die hiesige Affordable Art Fair eine unglaubliche Qualität hat. Und was er sagt, wenn man auf Sie zurückzuführen ist, nicht auf, auf die Gästeliste, die Sie selber über die Jahre... Gästeliste, aber vor allem natürlich, was die Kunst betrifft. Aber eben natürlich auch Gott sei Dank kaufkräftiges Publikum. Aber er sagt, wenn man in New York auf die Affordable Art Fair kann man eigentlich, geht nur mit zugehaltenen Augen, weil die Qualität der Kunst nicht toll ist. Soll mir erstmal reichen. Wollen Sie zum Schluss noch irgendwas Schönes ankündigen, eine andere Veranstaltung oder eine Synergie zu dieser Thematik heute? Fragen Sie sich gerne noch zum Jahresende. Synergie nicht, aber zum Jahresende ist ein Projekt, was mir ebenso viel Freude bereitet wie die Affordable Art Fair. Ja. Und zwar das Benefiz-Konzert von Vicky Leandros auf Ruth Bastos am 29. November, wo sie erst den ersten Teil ist ihr normales Repertoire. Mhm. Dann kommt die Auktion der Weihnachtsbäume, die von prominenten Persönlichkeiten geschmückt wurden. Dem kommt die zugute, Zugunsten ein Herz für Kinder. Dann gibt es einen zauberhaften Kindergarten, Basthaus, Pusteblume und andere Organisationen, die sich für hilfsbedürftige Kinder einsetzen. Und dann der zweite Teil des Konzerts, das ist eben wahnsinnig süß. Da singt sie mit einem Kinderchor nur Weihnachtslieder. Sehr schön. Und letztes Und letztes Jahr war ein kleiner Junge dabei, also wenn der 4 war, war es viel. Der stand nur die ganze Zeit da und hielt sich die Ohren zu. Die haben uns totgelacht. Also das ist sehr charmant. Sie haben ja jetzt auch Begehrlichkeit geweckt. Kann man auch als Externer, der noch nicht bei Ihnen war, dort erscheinen? Oder sich bei Ihnen jetzt besuchen? Man kann sich über die Website von Gut Bastos anmelden zu dem Konzert. Soll mir reichen. Vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg für die Ausstellung und dann gerne wieder zum nächsten Mal. Ja? Vielen herzlichen Dank. Ja, liebe Zuschauer, jetzt wieder ein Paar. Ich grüße Sie. Sie sind Frau? Von Spreckelsen. Von Speckelsen. Spreckelsen. Spreckelsen und Herr? Mandig. Mandig? Mandig ist richtig. Mandig ist richtig. Nun habe ich gefragt, ob Sie ein Ehepaar sind. Sie sagten fast, finde ich ja amüsant oder gerne mal interessiert zu fragen, ein zukünftiges Ehepaar. Kann man das so sagen? Ja. Toll, toll. Und ich habe vorhin erfahren, dass Sie selber Schmuckdesign, ist das richtig? Ja. Also Schmuckunikate. Ja. Ja. Darf ich fragen, mit welchen Materialien Sie arbeiten? Das ist ja immer sehr spannend, dann zu wissen, welche Komposition mit Materialien. Mit Gold, mit Diamanten, mit Rubinen, Saphiren. Ach, toll.
Und die muss der gute Mann dann erstmal in Vorleistung, in Vorkasse zahlen. Und Sie machen daraus Kunstwerke. Ist es richtig so? Nein, sie ist komplett unabhängig. Zum Glück. Aber, und das ja immerhin schon seit 30 Jahren oder 25 Jahren. Wenn ich krank bin, versorgt er mich. Aber Sie stellen ja hier nicht aus. Also hier Nein. ist ja heute bildende Kunst, aber ich sag mal im Rahmen von Skulpturen und Installationen, fühlen Sie sich da auch selber wohl oder sagen Sie nur Schmuck? Das ist Ihre Thematik. Das inspiriert mich. Könnten Sie sich auch vorstellen, Skulpturen zu kreieren? Ja, machen wir auch. Ach, machen Sie auch? Mhm. Darf ich fragen, wie dieses Unternehmen heißt, oder Sie als Künstlerin, wie man Sie erreichen kann? Ja? Spreckelsen. Spreckelsen, ja. In Hamburg. In Hamburg. Das ist. Wo in Hamburg? Wir wollen ja nur ein bisschen mehr von. Genau, in Winterhude. Ja. Am Mühlenkamm? Mit Ihnen zusammen. Wunderbar. Also, was gibt es da als nächstes? Machen Sie auch so eine Art Vernissage? Ist jetzt das falsche Wort vielleicht, aber Einladungen, sag ich mal, haben Sie da, sich dann Klientel aufgebaut über die Jahre? Wie kriegt man da den Kundenzugang? Ich mache das seit 30 Jahren und dann hat man so seine Kunden nach 30 Jahren. Das wunderbar. Und Sie, darf ich fragen, in welchem Themenbereich Sie unterwegs sind? Ich bin Arzt. Sie sind Arzt, ja? Genau. Professor, Doktor? Nein, Allgemeinarzt. Wo denn? Das wo? Reicht. In Hamburg, in Wandsbek und im Karree und in Norderstedt. Ich meine, Ärzte und Kunst, das ist ja auch ein großes Thema. Also immer schon eine große Affinität gehabt in der Praxis oder im Krankenhaus jeweils, wo Sie tätig waren und sind, ja? Ist das? Nein, ich habe mal Kunstgeschichte studiert. Ah ja. Die ersten zwei Semester. Ach, das ist ja toll. Wissen Sie ja, wovon Sie sprechen. Welche Meister interessieren Sie, sag ich mal, in Retrospektive zurück? Eigentlich finde ich alles interessant und nichts Spezielles. Nun ist ja die zeitgenössische Kunst doch ein Wagnis immer. Also zu sagen, da sind ja im Grunde genommen keine verbindlichen Stilmerkmale erlaubt, ist was gefällt. Können Sie alles hier nachvollziehen, was hier als Kunst deklariert wird? Oder sind Sie auch manchmal skeptisch und sagen, nö, also Nein, das geht mir zu weit? Kann oder wie alles, ich kann alles nachvollziehen. Ach so, es hat also alles seine Daseinsberechtigung. Ja, finde ich schon. Zu wissen, ja? Und haben Sie auch zu jeder Kunst, die Sie heute hier gesehen haben, Zugang? Oder muss man sich manchmal schon ganz schön, sag ich mal, konzentrieren? Naja, es ist immer die Frage, welche Seite zum Klingen gebracht wird in einem. Aber manchmal ist es sicherlich schwieriger, nicht so leicht nicht nachvollziehbar. Ja. Aber in der Regel finde ich es immer spannend und interessant. Und welche Wege Künstler gehen, vor allen Dingen die unterschiedlichen Wege und Interpretationen, das ist sehr interessant für uns. Sehr spannend, auch die geschichtlichen Hintergründe. Wollen Sie zum Abschluss noch irgendwas Schönes deklarieren oder irgendwas erzählen, was Sie noch hier, sag ich mal, in Erwartung haben oder... Ja, ich finde es toll, dass es das in Hamburg gibt. Es ist eine schöne Veranstaltung und eine Bereicherung im Kunstbereich. Macht Kunst für jedermann zugänglich. Soll es ja auch sein und das finde ich gut. Nehmen Sie viel mit heute von der Ausstellung. Sie auch noch ein Abschlusswort? Vielleicht? Ja, ich würde sagen, weiter so. Es ist ja eine Institution geworden und ist ja auch verlässlich einmal im Jahr und... wir freuen uns drauf. Nehmen Sie viel mit. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Dear ladies and gentlemen, now I proudly present Mr. Gaussot. Gaussot, is that right pronounced? Gaussin Antoine. So, now we are presenting here the Weises Gallery. We want in the Weises Gallery repräsentieren oder vorstellen. First of all, you are the owner. Er ist ja der Inhaber auch. You first of all the owner and as well the artist, also gleichzeitig der Künstler. Would you like to introduce us your art and your intentions here of the fair? Weises Gallery is a young gallery. We are just 3 years old. Where are you located, first of all? We are located in Brussels and we do shows worldwide. We'll be in Singapore next week. Where have you been recently? If you comment one, mention some of the... We were in Hong Kong, in September, London, Amsterdam, Big fairs as well. Big fairs. It was Fine Art Asia. It's a pretty interesting fair in Asia. Yeah. And the second one, the next one will be Singapore. Yeah. But what we try to do is to promote young artists, emerging artists, and to get... a line, a curation, minimalistic and appeared, as you can see here. Yeah, we go to the pictures or the images in a few minutes. Okay. Just have the idea is that you have to pay so much in advance if you travel and you doing processing your galleries. We are gamblers. How can you do that in advance and then going or coming to an affordable art fair just to receive a little payment back? So I think you
es ist a very risky way. Ich sage gerade, man geht ja auch ganz schön in Vorleistung mit den ganzen Geldern, wenn man weltweit unterwegs ist. How do you count that? How do you manage the business? We are gamblers. He's a Spieler. Risky. Okay, we go to your art now. Would you like to describe one of the pictures and your ideas about maybe, this? Maybe David Lasry. The first one? Yeah. It reminds me a little bit of, if you come a little bit closer, just give your description and yeah, show it to so, okay, no, you're older. Okay. David Lasry is a French artist, a mid-career artist, and he makes a work based on resilience and memory. So on this piece, for instance, he begins with a figurative scene of his life that he covers with several shades of concrete. Then he's gonna crack them and makes holes in it, because for him, each single crack or hole are like the bad and happy and bad moments we all experience in a life. And by the end, he set a mirror paper on the back of the piece, and it's what you can see. You can see what you are deeply, and the shade of concrete are like the personality you give to be seen to the other ones. So it's something really conceptual and really strong, and there's a huge commitment from this artist. And that's it. It's someone we love to promote, and we would like to go really. What's the name of the artist again? Because David Lasry. David Lasky, okay. You get but it. You told me about your art, so would you also show your art as well? So here, if the camera, yeah, thank you. So this is your creative style, please. Explain a little bit if you like. Yeah, but so here it's a work that I qualify as being in between photography and charcoal. I try to get more an evocation than a simple representation of the subject. I try to let the space to the spectator to dive into the image and to complete it with his own soul, his own imaginary, and to get something really timeless and minimalistic. It's a kind of work, it's a kind of Zen work. I think people can feel good looking at, and it's... That's a very good remark, yeah. Yeah, and it gives good vibes and a kind of serenity. It may seem simple because it's black and white, long exposure, but it's much more than that. It's a work in between photography and modern art, and I think I got something different in its expression. If we continue to this image here. Or? This is Michael Scales. He's a Belgian artist that works on kinetic art. For sure, he didn't invent the kinetic art, but the way he plays with the rhythm, the patterns, and the twist is really creative, and he brings a kind of dynamism and of poetry in his in his work. Moreover, on the one on the back. We turn. Just have a look here. Kannst du mal ganz kurz draufhalten? Yeah. Very, very inspiring. This one is named Walter Cruz, because on the back of the piece you have eight squares that are like a chess game, and Walter Cruz was a famous chess player. And it's really elegant because you have the vibration. If you look at it from the corner, you're gonna see four split like the chess game. If you look at it on the side, you're gonna see it. So it brings a dynamic vibration and a subtle vibration. It's not tiring. It's elegant. You are very deep in the art. So if the cameraman can turn around, to come to a conclusion, what would you like to announce? Is there anything you would like to mention at the end? Because we have so many artists and galleries here. It was very, very, I appreciate it. I think it was a very, very... We have a major issue. Yeah. Our art need to be seen in real. No way to appreciate it on the screen. So please come and visit us on booth B1 at Affordable Art Fair, Hamburg. And the next step, yes? The next step will be Singapore next week. So good management. Around, thank you so much. Ja, liebe Zuschauer, wir lassen uns ein bisschen treiben. Und jetzt haben wir hier, man kann es hier sehen, Cornelia Walter Galerie. Und Sie sind Frau Raum. Und Sie sind hier in Vertretung in der Galerie oder selber die Inhaberin oder Geschäftsführerin? Ich bin die Inhaberin. Ja, wunderschön. Was präsentieren Sie heute hier? Ist es Pop-Art, Street-Art? Was können Sie uns hier kurz an Input geben? Also wir sind ja eine Galerie für zeitgenössische Kunst. Ja. Und wir fördern und wir stellen praktisch Künstler aus, die Pop-Art, Street-Art, Urban-Art präsentieren. Toll. Ja. Und hier sehen wir auch gleich den ersten Künstler. Irgendwo stand hier ein Fabian Gartermann, ja? Fabian Gartermann. Wir können nicht alle Bilder beleuchten, aber würden Sie mir ein Bild zeigen, was im Grunde genommen eigentlich alles aussagt über diesen Künstler in einer Person? Sag ich mal, haben Sie hier ein Bild, ein Werk?
Also das sind diese Lichtobjekte von Fabian Gattermann. Sehr schön. Also die sind besonders speziell. Also die sind eigentlich im Kegel her, wenn sie jetzt nicht belichtet sind, sehr minimalistisch. Ja. Aber wenn sie halt angestrahlt sind in ihrer Wirkung, sehr sind schön. Sie sehr besonders. Geben eine wirklich einen tollen Spirit. Vielleicht auf das Werk hier nochmal zu kommen. Ein Stück, wenn Sie bitte kommen, ein Querschnitt hier von einem Baumstamm. Ja, von einem Baum. Ja. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Ja. Das hat er mir noch nicht verraten. Weiß er vielleicht selber nicht. Und auch was wahrscheinlich aber nicht, ne? Sehr okay. Schön. Das ist in Kunstharz eingelassen. Ja. Ah, ja. Und hat eben auch seine besondere Wirkung, weil man muss nichts erklären. Es ist minimalistisch. Es ist ein Eyecatcher. Und, sehr schön. Wir sind natürlich eine Galerie, wir haben unterschiedliche Künstler und diese zwei Künstler passen besonders gut zusammen, weil sie auch sehr besonders sind, weil sie konträr sich gegenüberstehen. Ja, jetzt gehen wir kurz nochmal weiter, weil hier haben wir jetzt mal ein ganz spannendes Bild. Ich glaube, Sie können sich ruhig davor stellen, es ist ja so groß, lassen wir das Bild einmal für sich sprechen. Soll es Batman sein? Oder wenn ich mal kurz. Das ist Batman und der Künstler heißt Pontre X. Ja. Er malt unter Pseudonym wie im Banksy. Ah, also ihn kennt man nicht. Ich habe ihn vor 8 Jahren in München entdeckt. Ah, ja. Da hing er mit einem Bild an einem Schwimmbad und es hat mich sehr beeindruckt und es hat sehr lange gedauert, weil er eben unter Pseudonym malt und arbeitet, dass ich an den Künstler herangekommen bin. Aber seitdem ich ihn in München ausstelle, ist er immer das besondere Highlight in unserer Galerie und er hat sehr gute Vielleicht Sammler. Ist er ja Banksy. Vielleicht ist er Banksy. Vielleicht. Vielleicht müssen Sie nur ein bisschen, sag ich mal, Aktionskunst machen und das Bild auch durch irgendeinen Schredder. Das war ja mit diesem Ballonmädchen so bei Banksy. Denkt man sich da auch was aus? Ich meine, inszeniert er sich, wenn er dann eben anonym bleiben will oder dass er sich dann auch inszeniert und irgendwo dann doch mal medial in Erscheinung trägt? Ja? Also ich finde ja Künstler, die jetzt auch so einen Werdegang nehmen, dass sie unter Pseudonym arbeiten wollen, das finde ich einfach toll. Ja. Also wie zum Beispiel unser Pontre X, ich habe ihn gefragt, warum gehst du nicht mit deinem Namen auf dem Kunstmarkt? Und er sagte mir, nein, also meine Kunst muss gefallen und nicht meine Person. Ja. Und das finde ich einfach toll. Ja, geht ja sogar noch so weit zu sagen, dass Ihnen das Kommerzielle eigentlich eher gar nicht anwidert. Also mit deftigen Worten zu sagen, ich will gar nicht, dass meine Kunst so kommerzialisiert. Er schreddert Bilder. Zurückhaben, ne? Er schreddert Bilder mitten im Verkauf. Haben wir einen Künstler hier oder haben wir irgendwas, was Sie thematisch nochmal in einem neuen Künstler zuordnen würden? Ja, aber hier... Freddie Mercury oder würde ich jetzt kurz... Mercury, ja. Ach, klasse, habe ich tatsächlich richtig gesehen. Ja, ja, Sie haben es schon richtig entdeckt. Ja. Was hier das besondere Schöne ist, ist eben diese Message. Believe, I believe. Ja. Glaub an dich. Na klar. Und das finde ich toll. Wenn Sie sich noch einmal drehen würden, abschließend, weil wir haben ja heute so viele Galerien auch. Und was Sie noch mal gerne über sich oder Ihre Galerie sagen wollen, Ihr Alleinstellungsmerkmal oder Ihre Vorlieben. Sie haben es am Anfang getan, aber vielleicht noch abschließend einen schönen Satz. Dass man sie als Galerie nicht vergisst. Cornelia Walter Galerie. Aus München. Aus Kunst ist Lebensqualität. Und ich kann nur jedem Menschen raten, Kunst zu sammeln. Mit Kunst wird man glücklich. Kunst ist subjektiv. Aber trotzdem ist Kunst auch sehr speziell. Und Menschen, die auf ein Bild gehen und sagen, das gefällt mir, denen sage ich immer wieder, kauf das Bild, denn das ist dein Bild. Dein Unterbewusstsein signalisiert dir eigentlich, dass es dein Bild ist. Vielen Dank, Frau Raum, soll mir reichen. Danke. Viel Erfolg noch für die Ausstellung und weiterhin noch schöne Etappen für Ihre Vermarktung dieser tollen Künstler. Dankeschön. Ja, wir sind jetzt am nächsten Stand. Ich grüße Sie, Frau Steinberger von der Steinberger Galerie. Ja? Wunderbar, Sie stellen auch heute aus zum ersten Mal, erstes Nein, Jahr. Wir sind schon wiederholt hier. Ah, Wiederholungstäter. So, wenn Sie mal kurz erzählen, was Sie seit 2 Jahren hier präsentieren, welche Art von Kunst und welche Künstler mit welchen, sage ich mal, Lebensformen und Lebensvorstellungen. Ja, wir zeigen hier Malerei und Skulptur. Das ist unser Schwerpunkt der Steinberger Galerien.
Sie sehen hier zum Beispiel die Skulpturen. Ja, wenn der Kameramann mal ein bisschen näher kommen würde. Sie sehen hier die Skulpturen von Michael Pickel, die aus einem Holzstamm gearbeitet sind, aus Lindenholz. Oder hier beispielsweise Skulpturen von Frank Leske, auch aus einem Holzstamm gearbeitet. Ja, Moment, einmal kurz den Kameramann mal kurz das abfilmen zu lassen. Wo wollen wir weiter? Nach links oder rechts? Und Malerei ist für das Auge sehr angenehm. Ja? Man nimmt als Betrachter die Kunst deutlicher wahr, wie wenn jetzt nur Bild an Bild hängen würde. Aber der Wechsel zwischen Malerei und Skulptur, das gehört zu unserem Konzept. Das ist toll. Dann, ist das jetzt alles ein Künstler gewesen, weil es war eben so laut? Nochmal hier. Die Bildhauer? Wir haben hier 10 verschiedene Künstler. Aber hier, was war nochmal das Werk von? Das war Michael Pickel. Und das hier? Frank Leske. Nur, dass wir es nochmal dokumentiert haben. Jetzt gehen wir mal auf das Bild zu. Oder wollen Sie ein Bild jetzt speziell hervorheben? Ja, ich glaube, das hat schon ein bisschen Bibliothekcharakter. Bitte schön. Die Künstlerin ist Marina Seiler. Ja. Marina Seiler ist eine Meisterschülerin von Professor Penck. Original Ölgemälde oder? Original Mischtechnik auf Leinwand, Öl- und Acrylfarbe, beides. Die Künstlerin sammelt in besonderen Gebäuden, sammelt sie realistische Eindrücke, die sie dann mit ihrer Fantasie surrealistisch überzeichnet und in Verbindung. Unverkennbar, ja, sehr schön. Eigene, ganz eigene Handschrift. So ist es eben erlaubt, dass in einer Bibliothek auch ein Schiff hier im Wasser fährt. Wie könnte man an das Bild rangehen? Also vom Zugang her, würden Sie sagen, das erzählt hier eine Geschichte? Oder wie stehen diese ganzen Symboliken jetzt zueinander? Jedes Bild erzählt eine Geschichte. Hier ist die eigene Fantasie gefragt. Hier ist die eigene Interpretation gefragt. Sie, wie gesagt, sie malt, sie kommt in besondere Gebäude, wo oft die Öffentlichkeit keinen Zutritt hat. Und so gewinnt sie Eindrücke, die sie dann mit ihren Träumen und mit ihrer Fantasie in Verbindung bringt. Also, die verträumte Künstlerin heute da? Heute leider nicht. Sie malt wirkliche Träume. Ja. Die Künstlerin ist heute da. Die ist heute da, dann gehen wir nochmal zum nächsten Kunstwerk. Wenn sie sich nochmal ganz kurz ein bisschen näher zum Bild wenden würde. Ja, wollen wir die Künstlerin mal selber sprechen lassen? Dann lasse ich sie mal selbst sprechen. Ich grüße Sie. Sie sind Frau? Fürsten van den Burgert. Van den Burgert? Ja, so ist es. Ja, sehr schön. Ist ja so laut hier. Wenn Sie mal ganz kurz beschreiben würden, dieses Bild, was sagt es über Sie aus? Was sagt das Bild aus? Vielleicht nur so ein paar nette Sätze, dass wir auch gleich einen Zugang zu Ihnen bekommen. Ja, meine Malerei, es ist tatsächlich Malerei. Im ersten Moment denkt man vielleicht, es ist Fotografie. Aber auch gerade sehr, ja. Ja, ich habe mir das Material, auf dem ich male, in der Fotografie abgeschaut. Das ist Alu-Dibond. Im Grunde habe ich als Künstlerin die Leinwand gegen dieses Material getauscht, weil man sich in dem Material spiegelt. Es dient mir als Projektionsfläche für den Betrachter des Bildes. Und letztendlich zeige ich die Situationen, die wir kennen, wenn wir im Café sitzen, Leute beobachten, mal für einen kurzen Augenblick den Fokus auf diese Person hatten, mal kurz darüber nachgedacht haben, wer ist das, wo geht er, sie hin? In dem Moment vielleicht auch, wie sieht sie von vorne aus? Haben Sie noch ein zweites Werk, dass wir hier gleich nochmal so ein... Ja, gehen wir nochmal rüber, ja? Auch hier in Rückenperspektive wieder? Ist bei mir immer die Rückenperspektive, weil das ist die zweite Projektionsfläche. Die abgewandte Seite immer, ja? Genau. Ja, es geht da tatsächlich auch wieder um die Fantasie des Betrachters, weil er dann halt die Person... Von vorne wäre es ja ein Porträt. Dann ist es eine ganz andere Arbeit. Und dann ist auch eine ganz andere Wahrnehmung natürlich auf das Gesicht und natürlich... Genau. Genau, also so haben Sie jetzt die zweite Projektionsfläche tatsächlich für Ihre Fantasie. Wie mag die Dame von vorne aussehen und so weiter. Inwieweit darf man denn eigentlich Einblick in seine Techniken geben? Also Sie haben das ja gerade so schön beschrieben, aber inwieweit darf man da ins Eingemachte gehen? Also wenn jetzt Künstler Sie so sehen oder auch, sag mal, hier Kunden, Ausstellungskunden hier, inwieweit verraten Sie da Ihre Techniken? Wie weit gehen Sie da rein? Oder will man auch gewisse Dinge, Erfahrungen, die man in seinen Techniken erworben hat, auch für sich machen? Ja, es ist letztendlich gar kein Geheimnis. Es ist klassische Malerei und wie ich eben schon sagte, man tauscht... Man hat die Flächen und genau bewusst wie... Genau. Eben, ne? Ja, nein, es gibt eigentlich gar kein Geheimnis. Also Malerei im klassischen Sinne. Ich finde es toll, dass Sie heute als Künstlerin auch da sind. Die erste Künstlerin, die wir heute auch sprechen konnten, neben einer Galeristin. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Gibt es noch eine weitere Etappe, wo Sie sagen, da sind Sie bald oder...
dann wieder zurück bei Ihnen in der Galerie. Was wir waren jetzt vor kurzem in Frankfurt. Wir waren jetzt vor kurzem in Frankfurt auf der Kunstmesse und gehen dann als nächstes nach Karlsruhe auf die Kunstmesse. Wunderbar. Wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank für die Eindrücke und dann bis zum nächsten Mal. Ja? Dankeschön. Vielen Dank. Ja, wir sind jetzt hier am nächsten Stand. Angela Reitz, ist richtig? Ja, das stimmt. Und von der Galerie Reitz. Galerie Reitz aus Köln. Ja. Und wir sind schon das fünfte Mal jetzt hier auf der Affordable Art Fair. Ja. Wir finden das eine ganz spannende Messe. Und wir zeigen Künstler, die wir schon mehrmals gezeigt haben, die auch immer ein Potenzial haben und im Wert sich steigern. Jetzt steht ja hier diese Skulptur sehr weit in der Raummitte. Ist das nicht ein bisschen gefährlich für ein Kunstwerk, wenn Sie es genau in die Mitte stellen? Ist auch schon provokativ, es so exponiert hier aufzubauen. Ja, das würde ich nicht sagen. Also die Skulptur muss im freien Raum stehen. Ja. Sie ist auch sehr stabil, sie hat ein Gewicht, bestimmt hat sie 40 Kilo. Das ist massiv Holz und der Künstler arbeitet mit der Kettensäge, also vorwiegend mit der Kettensäge. Alle Teile sind mit der Kette. Wir haben aber einige Künstler in der Vergangenheit, die mit der Kettensäge, ich weiß nicht, Georg Baselitz zum Beispiel, oder? Baselitz weiß ich nicht, ob er mit der Kettensäge arbeitet. Auf jeden Fall, bei ihm sind auch die feinen Schnitte, alles mit der, und aus einem Teil, ein Stück Holz. Gibt es da eine bestimmte Botschaft in Verbindung mit dieser Skulptur? Hat der Künstler selber was gesagt, oder müssen wir uns jetzt selber erstmal... Also der Künstler weigert sich, Titel zu geben. Jeder soll es selber interpretieren. Sehr vernünftig, ja. Ja, ja. Lass uns mal wieder allein. Ja, wenn Sie noch mehr wissen wollen hier von der Schlaufentechnik da drüben, da geht es nur um Skulpturen. Ja, wir können gerne mal an ein anderes Kunstwerk gehen, weil wir haben ja heute natürlich nur die Möglichkeit, kurz uns einen Eindruck zu machen. Ist das auch derselbe Künstler da hinten? Ja, gehen wir mal weiter auf ein weiteres Werk. Auch diese Skulptur mal ganz kurz zu beleuchten, wenn Sie sich nochmal netterweise daneben stellen würden, damit man die Skulptur auch gut sehen kann. Bitte schön, Frau Reitz. Ja. Also diese Skulptur, man sieht, man meint, es ist ein Kniender, es ist trotzdem dem Besucher freigestellt, wie er das interpretiert. Bei dem Künstler sind es reine Emotionen. Er macht keine Zeichnungen vorher, sondern er arbeitet frei. Dann versuchen wir, das Kunstwerk nicht zu erklären, sondern für sich selbst sprechen zu lassen und halten einfach mal ein paar Sekunden drauf und lassen dann dem Zuschauer freien Raum. Hier nochmal ein Bild, abstrakte Kunst sehe ich hier. Welches Bild wollen Sie gerne mal vorheben? Alle Bilder können wir natürlich heute nicht sehen, aber welches Bild würden Sie gerne... Ja, welches Bild finden Sie denn hier nochmal schön, wo Ihnen gerne nochmal inspirativ... Ja, bitteschön. Eine junge russische Künstlerin. Mit dem Namen? Renata Tomarova. Sie arbeitet Öl mit Leinwand. Leider zum Leidwesen vieler Kunden, weil der Trocknungsprozess so lange dauert. Und sie ist sehr gefragt. Sie geht demnächst nach Miami auf die Art Basel, Miami. Und sie arbeitet mit Figuration, aber die Gesichter kann man nicht erkennen. Es bleibt abstrakt. Sie spielt mit den Farben. Das hatten wir schon mal. Warum werden so ungern Gesichter gezeigt? Verraten die zu viel? Gar kein Gesicht erkennen, das gefällt mir. Gehen wir mal nochmal auf ein Bild, was mir persönlich gefällt und mich so anspricht. Gut, jetzt haben wir hier wieder eine Skulptur, aber da wollen wir dem Zuschauer auch, sag ich mal, die Entfaltung lassen, mal sich selbst zu recherchieren. Wenn Sie kurz zu diesem Bild nochmal kurz sich an die Seite stellen, dass der Kameramann nochmal schön draufhalten kann. Was haben wir denn von diesem Künstler oder der Künstlerin hier zu erfahren? Also das ist eine holländische Künstlerin und man sieht, sie liebt das Leben, sie ist lebensfroh, sie übertreibt mit den äußerlichen Merkmalen und genau das ist ihr Kennzeichen. Man meint, sie trinkt gerne, aber das gehört eigentlich zu der Lebensart, dass man mal sich die Zeit nimmt, ein Glas Wein in die Hand zu nehmen. Das ist eine illustre Gesellschaft, also es geht schon sehr lebendig hier, wenn die Leute so intim, die Menschen so intim miteinander hier aufeinander zustoßen, hier sag ich mal zum Beispiel. Es ist einfach sehr fröhlich. Ja. Sehr schön, soll mir reichen, obwohl, jetzt stehen wir doch nochmal hier vor einer Skulptur. Diese würde ich gerne nochmal von Ihnen hier ganz kurz beleuchtet bekommen. Genau, wenn Sie sich nochmal zur Seite stellen, bitteschön. Also ich habe gerade diesen Künstler gefragt, ob das aus einem Stück ist. Ja. Und diese Skulptur ist tatsächlich aus einem Stamm. Ja. Keine Klebstellen. Diese Würfel, die sind eigentlich so angeordnet, dass sie immer eine Linie bilden. Man kann das hier sehen. Hier zwei Würfel, da zwei Würfel und die Linie geht weiter.
bezeichnend bei diesem Künstler sind, dass die Abstraktion immer mit einer Person verbunden ist. Ja, immer eine Person. Immer eine. Ich habe ja selber nicht gerne erklärt, wie Sie ja sagten. Es ist immer eine Person obendrauf. Also gibt es nicht anders. Gut, man merkt eine unverwechselbare Handschrift. Ich bedanke mich. Was würden Sie noch gerne abschließend zu Ihrer Galerie sagen, wenn man Sie antrifft? Oder für welche Themen stehen Sie ein? Welche Leitphilosophie vielleicht? Irgendwas zum Abschluss, was Sie also noch mal... Also wir lieben unsere Künstler, wir stehen für unsere Künstler da. Wir sind froh, wenn sie auf einer Messe angenommen werden. Die Künstler legen Wert darauf, in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden zu werden. Für sie ist es der größere Erfolg, auf der Messe verkauft zu werden, als im Atelier. Ja. Und dafür stehen wir. Wir sind die Galeristen und die wir mit Leib und Seele die Künstler vielen Dank. Vertreten. Ich habe auch gedacht, dass da mehr so der Geschäftssinn im Vordergrund steht, aber nein, man merkt es wirklich, die Galeristen sind überzeugt auch, dass es sind so auch wie ihre Kinder oder Schafe oder wie kann man das so ein bisschen also wir machen keinen sagen. Handel. Der Handel, der Handel, der profitiert von der Galeristenarbeit. Also die Leidenschaft siegt am Anfang, der Funke springt über. Wahrscheinlich haben Sie auch einen sehr engen Kontakt zu den Künstlern. Wie ist denn haben da eigentlich die Verbindung zwischen Künstler und Galerist? Also wir arbeiten nur mit lebenden Künstlern und wir sind auch daran beteiligt, dass sie auf dem Weltmarkt immer bekannter werden. Ja. Das ist unsere Arbeit. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg hier auf der Ausstellung. Ja? Danke. Ja, liebe Zuschauer, wir sind jetzt am Stand von der Galerie Marion Stöter. Ich grüße Sie, Marion Stöter, persönlich. Und ich habe eben gerade eine Einladung bekommen. Sie haben eine ganz tolle Villa an der Elbchaussee und die selber ist schon ein Kunstwerk. Können Sie kurz etwas über Ihre Villa kurz sagen? Ja, gut, sie ist wirklich ein Kunstwerk. Wir haben das vor 25 Jahren gebaut an der Elbchaussee zum Wohnen und Arbeiten. Ja. Mein Mann hatte dort sein Architekturbüro. Ich hatte meine Galerie und meine Agentur dort untergebracht. Aber wie es manchmal ist im Leben, ist alles zu klein geworden. Mein Mann brauchte ein größeres Büro, ich brauchte eine größere Galerie. Welche Stilrichtung ist das Haus? Hat das jetzt das nennt man Architektur? Naja, also mein Mann nennt es poetischen Hightech-Barock, weil es eigentlich alles hat. Es hat was für die Sinne, es ist modern. Es ist modern, es hat Wildtechnik und Barock ist so das Schief. Runde aus dem Juwelierhandwerk der barocken Perle, dass man viel zu entdecken hat, also viel zu finden hat. Energiebewusst sind Sie auf jeden Fall, nachhaltig in den Energieeinrichtungen. Ja. Und dann wollen wir mal kurz was über Ihre Galerie erfahren. Gerne. Die Künstler, die Sie repräsentieren, wo wollen wir denn da mal einsteigen? Wir können einsteigen bei meiner Künstlerin Silvia Schramm. Silvia Schramm dann gehen wir einfach mal darüber. Ja. Ich danke auch Herrn Rienau. Seines Zeichens Künstler, Musikmanager, der Sie gerade vorhin empfohlen hatte. Ja. Da gehen wir auf das erste Werk mal zu. Ja, bitteschön. Einen Augenblick. So. Ich kann Ihnen gleich die Künstlerin vorstellen. Ja, fangen wir erstmal mit Ihnen an und dann geht es gleich mit der Künstlerin. Wunderbar. Also wollen wir mal über das Werk kurz was sagen. Ja. Die Künstler, ich weiß ja nicht, ob die so gerne immer über ihre eigenen Werke sprechen. Ja, haben wir sehr gerne. Okay, sehr gerne. Erstmal kurz hier. Das ist ein sogenanntes Cutout. Das ist Digital Painting. Ja. Wird am Computer entwickelt mit mehreren Phasen. Spannend, ich muss es nochmal wiederholen. Digital Painting. Also digital erstellte Bilder. Richtig. Sind das erstmal Fotos, die dann in irgendeiner Form bearbeitet werden? Das sind mehrere Quellen. Das sind gezeichnete Vorlagen, das sind Druckvorlagen, das sind Fotos. Das sind aber auch aus verschiedenen Elementen zusammengesetzte, wirkliche Fantasie-Elemente. Und Silvia Schramm kommt aus der Mode, hat immer stark das Thema Mode, Fashion, Frauen mit im Thema. Das ist jetzt ein Cutout, das heißt, Sie sehen hier verschiedene Fragmente im Rahmen. Es ist jetzt nicht quadratisch oder rechteckig. Ja, das finde ich auch schon sehr originell. Diese Rahmenbildung ist nicht geometrisch viereckig, sondern das ist ein Sechseck. Richtig. Das Besondere daran ist, dass es ein Unikat und das Druckverfahren ist recht kompliziert. Ja. Bis es so ist, werden viele Drucke eben nicht gelingen und es ist in jedem Fall eine ganz besondere... Zweites Werk, zweite Künstlerin, was würden Sie gerne hier vorheben? Heute hier als kleines Highlight. Die Künstlerin haben wir auch... Gut, Nick, wenn wir Sie kurz zur Seite mit drin... Ihre Galeristin hat Ihr Bild so eben so schön interpretiert. Würden Sie gerne was zu Ihrer Kunst selbst sagen, zu Ihren Werken? Wofür stehen Sie? Ja, also ich komme aus der Mode ursprünglich und habe auch viel gemalt in Öl und in Acryl und bin aber irgendwann zu dem Thema digitale Kunst gekommen. Also es hat sich aus der Modedesign-Entwicklung heraus. Ich wollte gerne etwas Bleibendes schaffen, etwas für also in der Mode, die dreht sich sehr schnell und deswegen habe ich dieses Material Metall gewählt. Also alle meine Arbeiten sind auf Metall
und sind Unikate. Wie kriegen Sie da dann Ihre digitalen... Ist eine spezielle entwickelte Drucktechnik, ja. Die nur funktioniert mit dem metallischen Untergrund zusammen. Sie sehen also immer den Untergrund durch und das macht etwas mit dem Bild. Also dadurch kommt Licht rein, es verändert die Farben, es passt sich auch der Umgebung an und es hat eben auch eine Brillanz dadurch. Das wiederum finde ich ganz spannend und das kommt auch aus der Stofflichkeit, aus Mode, dass man eben dieses Haptische so ein bisschen interpretiert. Bevor die Galeristin weiter über Sie und andere Kunstwerke spricht, zum Abschluss für Sie beide noch mal kurz, wie lernt man sich kennen? Also wie ist da die Begegnung eines Talents, einer Künstlerin mit der Galeristin? Das würde mich auch mal interessieren. Diese Frage haben wir noch gar nicht gestellt. Ich bin auf Sylvia Schramm aufmerksam geworden, weil ich eine Arbeit von ihr bei einer Freundin gesehen habe und mich einfach sofort verliebt habe in die Arbeit. So muss es sein. Und dann nachgeforscht habe, verliebt wer ist man sich die Künstlerin? Automatisch auch in die Künstlerin? Ja, wirklich. Und das ist in dieses wunderbare Wesen, das muss ich sagen. Und Sylvia Schramm ist eine der wenigen Künstlerinnen, die so hochgradig perfekt, präzise arbeitet. Wenn man Bilder möchte, wenn man Preise möchte. Das haben Sie jetzt nicht gehört. Doch, es ist einzigartig, wirklich großartig. Also man merkt, mit wie viel Herz und Seele die Galeristen dahinten stecken. Ja. Und eben nicht nur das Marketing, die Bewerbung, das im Vordergrund steht, sondern wirklich auch die Verbindung, Künstler und Galeristin. Darf ich Sie dann bitten, weiter über einige Werke noch zu sprechen? Ja, wir können und weitergehen. Wir verabschieden uns erstmal, aber vielen Dank erstmal. Können Sie noch was Herausragendes hier? Ja, wir können weitergehen zu den Werken von Markus Steffen. Ja. Leider ist jetzt hier, oder zum Glück ist ein Bild verkauft, deswegen... Aber es hängt hier noch, ja? Nein, deswegen haben wir hier einen weißen Fleck. Ach so. Markus Steffen ist jetzt schon zum vierten Mal. Von welchen Bildern sprechen wir jetzt? Von diesen? Wir sprechen jetzt von diesen Bildern, genau. Markus Steffen... Die ganze Serie, oder? Das gibt keine Serie, das sind das ist Acryl auf Leinwand. Ja. Und Markus Steffen ist dann zum vierten Mal mit mir auf der Messe vertreten, auch in Berlin und in Amsterdam. Und jetzt hier auf der Affordable Art in Hamburg. Ja, und ich liebe seine Arbeiten, weil sie sind so facettenreich und eben von den Farbmoods so unterschiedlich und so großartig. Und das ist der Künstler, das ist Markus Steffen. Künstler. Herr Steffen, wenn Sie ganz kurz mal dazukommen, so in meine goldene Mitte, ich bin in der goldenen Mitte, wenn Sie selber über sich noch ein bisschen was sagen würden. Die Galeristin hat Sie gerade so schön repräsentiert, aber von Ihrer Seite aus nochmal Zugang zur Kunst. Wie haben Sie sich kennengelernt? Ich mag auch gerne die persönlichen Begegnungen. Irgendwas Schönes, was Sie gerne über sich und Ihre Kunst sagen wollen, ja? Also ich würde gerne weniger über meine Kunst reden, als dass ich viel mehr darüber sprechen möchte, wie viel Spaß mir das macht, mit Marion zusammenzuarbeiten. Oder so. Ich habe mir 2 Jahre lang hintereinander die Stände auf der Affordable Art angeschaut, einfach aus eigenem Interesse natürlich, aus meiner Profession heraus und mir war klar im zweiten Jahr, dass ich nur mit Marion Stöter zusammenarbeiten kann. Ich habe sie mir, und das habe ich dir ja auch damals gesagt, so, dass ich dich wirklich gezielt ausgesucht habe. Man merkt, da ist Herz und Seele, da war eine tolle Verbindung. Ich freue mich. Ja. Reden wir über die Gefühle, lassen wir die Bilder über sich selbst sprechen. Ja? Ja. Ist es so, dass der Künstler nicht gerne selber interpretiert? Meine Frau wird mich schimpfen, dass ich die Gelegenheit nicht nutze, über meine Kunst zu sprechen. Ja. Vielleicht muss das geschnitten werden, aber ich würde dieses Wort mit G benutzen. G-E-I-L. Ich finde meine Bilder einfach geil und nur die, die ich auch so finde, so schön finde, die würde ich präsentieren. Wir sind hier nicht bei der Behörde. Ich lasse alles gelten. Erlaubt ist, was gefällt. Es freut mich sehr. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sie können abschließend gerne bitte noch etwas. Genau, als letzten Künstler. Skulpturen, natürlich. Genau, als letzten Künstler. Wenn Sie noch mal hier rumdrehen. Das ist ja sehr militant hier mit der Pistole. Hoffentlich. Ja, als letzten Künstler möchte ich Ihnen noch Benjamin Alves vorstellen. Benjamin Alves arbeitet mit Bronze. Ja. Seine Arbeiten sind eben Unikate, sind nur 5 Exemplare pro Stück hergestellt. Er kommt so ein bisschen aus der Sprayer-Szene und aus der Modern-Art-Geschichte, was man eben auch an diesen Arbeiten sieht oder an dieser Figur. Ja. Das sieht man jetzt mit der Kamera. Wenn die Kamera mal ein bisschen näher rankommen würde und vielleicht einmal rumfilmt, das wäre dann ganz toll, wenn man das von allen Seiten sehen kann. Wir gehen mal ein Stück kurz zurück. Ja? Gut, es soll uns so reichen. Ist der Künstler auch hier heute? Ja, Markus, wo ist Benjamin? Schon wieder nicht da.
Das zweite Mal. Ist ja kein Must-Have. Sie haben es ja toll gemacht, dass wir Sie erst mal kennenlernen konnten. Vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie da waren. Wo stehen Sie als nächstes aus? Gibt es da eine, so eine Serie, eine Fortsetzung? Also mein großer Plan ist jetzt in Miami auszustellen. Art Miami? Ja, genau. Also da fahre ich jetzt erstmal hin am 29. Dezember, also November. Große Ambition, ja? Ja, große Ambition. Und New York ist natürlich auch noch mein großes Favorite. Wie geht man da mit den, sag ich mal, Ausstellern aus? Kontaktiert man die vorher oder wie sind da die ersten? Also ich bin zum Glück von der Affordable Art Fair New York angesprochen worden, ob ich gerne in New York ausstellen möchte. Das heißt, normalerweise ist der Weg, dass man sich bewirbt und dass man seine Arbeiten einreicht, seine Künstler. Und ich bin gefragt worden, ob ich dort ausstellen möchte. Natürlich eine sehr schöne Voraussetzung, die ich jetzt überlege, nicht auszuschlagen. Stimmt, das soll mir reichen. Vielen Dank. Toll, dass Sie mit den Künstlern internationale Wege gehen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Klasse. Vielleicht das nächste Mal wieder hier oder vielleicht auf einem anderen Forschungsplatz. Danke schön. Klasse. Ja, wieder ein nettes Pärchen zu sehen. Sind Sie ein Pärchen? Darf man das so sagen? Vorweg? Ja, wir sind das Arbeitspaar. Das Arbeitspaar. Wenn Sie ein bisschen näher kommen würden. Sie sind bitte Frau? Zakia. Mhm. Und Sie sind bitte Herr? Jan Anzai. Jan Anzai. Habe ich es richtig ausgesprochen? Anzai. Jan Anzai. Hm. Es ist ja so laut und es sind ja sehr exotische Namen. Und ich habe hier gerade was gesehen, und zwar Mr. President hier. Also da gehen wir aber noch gleich drauf ein, aber erstmal Ladies first, die First Lady. Bitte, ich habe gehört, Sie selber sind auch Künstlerin oder Ausstellerin oder Kunstsammlerin. Wo ist die Schnittmenge hier zur Affordable Art Fair? Am liebsten sammeln. Ja? Ja. Seit wie vielen Jahren schon? Oh, ich glaube schon in ganz jungen Jahren. Immer auf Reisen schöne Sachen gesammelt, was eingekauft, auf Märkten in Asien, überall in Amerika. Spiegeln die Werke auch so ein bisschen ihre Zeitgeschichte mit? Also kann man sagen, zu jedem Werk haben Sie irgendeine Erinnerung, Geschichte, die Sie gerne... Gibt es da ein Bild, was Sie gerne mal erzählen wollen? Vielleicht dieses Kuriosum, wie Sie zu dem Bild gekommen sind oder irgendwelche Begebenheiten. Das sind ja auch dann so magische Momente dabei, ne? Ja, also auf dem Kunstmarkt in Shanghai habe ich eine Abschlussarbeit von einem jungen Künstler gekauft. Ja. Und das habe ich jetzt im Schlafzimmer hängen. Und ich glaube, man denkt dann immer an den jungen Mann, dem man sein erstes Werk abgekauft hat und der stolz wie Oscar war. Ach, herrlich. Haben Sie zu dem Künstler noch eine weitere Beziehung oder hat man den dann nie wieder getroffen? Nee, nie wieder getroffen. Will man nicht auch den Werdegang noch so ein bisschen verfolgen? Später ist es einer der größten Künstler unseres Jahrhunderts. Und Sie haben es nicht gewusst. Ja, dann... Affordable Art Fair, was gibt es da Schönes für Sie? Schon die letzten Jahre dabei gewesen und immer mal was wirklich auch hier erworben? Ja, jedes Jahr und einmal habe ich was gekauft. Toll. Welche Richtung ging das? Kunstrichtung? Abstrakte Kunst? Nee, gar nicht abstrakt. Ein Aquarell war das. Ja. Nun haben wir so lange geredet und ich habe den Namen. Ich bin schon wieder bei Shanghai, aber Herr Shanghai war es nicht. So ähnlich. Oder Mist, Janai. Jan Anzai. Jan Anzai. Also, oder auch Präsident. Darf ich fragen, die Herkunft dieses Namens? Jan Anzai, das ist ja, also beides so, ich könnte sagen, Filmpublikum. Sie haben schon so ein bisschen Flair von einer wirklich tollen Award. Da könnte man sagen, also wie ein Filmpublikum in einer wirklich tollen Atmosphäre. Also Sie bringen die Glamour rein, wollte ich dann mal. Ja, freut mich. Ja, aber Präsident, das ist ja eine sehr große Provokation hier. Also den Titel sich als Präsident, das ist schon eine Amtsanmaßung, oder nicht? Kommt drauf an, von was man Präsident ist. Und ich bin eigentlich nur Präsident von meinem Startup-Unternehmen. Das heißt nämlich au-schein.de. Was hat er jetzt damit erreicht, ja? au-schein.de, ja? Und damit bieten wir Online-Krankschreibungen an. Also bei einer Erkältung muss man nicht mehr zum Arzt, sondern kann das direkt über sein. Ich könnte auch nicht sagen, dass Sie der Erfinder dieser Geschichte sind. Doch. Es ist ja unglaublich. Also darüber habe ich mich gerade vor kurzem mit jemandem unterhalten, der im IT-Bereich sehr stark ist. Sie haben da ja eine Cash-Cow, ne? Und das wird auch staatlich von Herrn Spahn auch mitgefördert, ne? Nee, wir müssen alles aus eigener Kraft machen. Leider. Mittlerweile? Ja, von Anfang an. Aber Herr Spahn hat wahrscheinlich die Möglichkeiten erkannt. Und haben Sie da ein Allein-Monopol oder wie? Sie müssen sich das vorstellen, jeder kann sich jetzt online bei diesem Herrn auf seiner Website krankschreiben lassen. Ob es so ist oder nicht. Also da kann man am Anfang nichts sagen, nicht? Nein, da wollen Sie wir haben mal das Recht, 3 Tage erstmal in Beschlag zu nehmen, ne? Genau, und da glauben wir an das Gute in den Menschen. Ja. Ne? Und es gibt auch Studien, die sagen, ne, wenn man selber die Entscheidung hat, ja, ne, die Wahrheit zu sagen oder nicht, dann sagen die meisten Leute die Wahrheit.
Wissen das schon viele? Wissen das alle in Deutschland mittlerweile, alle Angestellten, dass man sich bei Ihnen krankschreiben lassen kann? Also viele auf jeden Fall. Wir hatten Glück mit dem großen Medienecho, deswegen kennen uns in Deutschland so circa 25 Millionen Leute. Das sollte reichen. Ja, das reicht für den Anfang auf jeden Fall. Also Sie sollten das mit der Partnerschaft nochmal überlegen, ob das nicht auch vom Geschäftlichen ins Private geht. Ich war so frei. Kunst bei Ihnen, was löst das aus? Was ist bei Ihnen hier, sag ich mal so, die Affinität zur Kunst, ja? Die Affinität heute Abend ist meine charmante Begleitung Sakia in erster Linie, denn sie ist für mich das größte Kunstwerk hier, wenn man sie sich mal anguckt, so stilvoll. Das ist keine Liebeserklärung, entschuldigen Sie bitte, aber ich musste das mal so. Okay, ich höre die Schwingung, ja, ich fühle die Schwingung mal nicht. Ja? Und deswegen wirkt alles andere so blass und sehr grau, aber... Wollen Sie was entgegnen? Also ich mag es gern, also zeitgenössische Kunst. Schon auch, was erworben? Auch farbig. Das nötige Taschengeld sollten Sie haben. Also wir stecken jeden Euro in unser Unternehmen wieder, zum Wohle der Menschheit, dass wir auch alle möglichst effizient gesund sein. Na gut, dass Sie heute gesund geblieben sind, ja? Sie hätten ja selber blau machen können, aber Sie sind ja auch selber der CEO oder nicht von Ihrem Unternehmen, ne? Gut, soll mir reichen, war eine sehr ungewöhnliche Begegnung, aber sehr spannend, hätte man mit Sicherheit noch weiter vertiefen können. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, sehen wir uns das nächste Mal auf einer tollen weiteren Messe, irgendwas? Vielleicht ein Veranstaltungstipp noch, weil ja diese schöne hier Affordable Art Fair ja nicht jeden Tag ist. Ja. Für die Leute, die nicht so lange warten wollen, nächstes Jahr, mein Cousin macht in Istanbul die größte Kunstmesse, Contemporary Istanbul. Die ist auch wunderschön, also kann ich nur empfehlen. Wir berichten exklusiv darüber. Machen wir so. Ja. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke auch. Ja, liebe Zuschauer, machen Sie sich auch gern hier von den Ausstellungsflächen einen Eindruck. Der Kameramann macht hier mal einen schönen Schwenk. Auch natürlich Gastronomie hier. Dann nochmal auf dieser Seite ein langer Fluchtweg, ganz viele Galerien und Künstler. Ich sage ja, es ist eine unglaubliche Vielfalt hier. 500 Künstler und Künstlerinnen, man kann ja gar nicht alles erschließen. Aber ich versuche ja, so viel Stimmen für sie aufzufangen. Und da ist ja auch dieses attraktive Paar, was wir eben gerade hatten. Natürlich nur auf geschäftlicher Basis, aber nach diesen Offerten, wer weiß es denn. Ja, und weiter geht's. Ja, liebe Zuschauer, und hier ein Interessent. Mal schauen, ob er kurz offen ist für ein Gespräch. Bitte schön, Sie sind Herr? Gossel. Gossel? Gossel, richtig. Gossel. Gossel, mit G. Ja, ich bin nicht schwer von KP, aber es ist so laut. Herr Gossel, also wunderbar. Sie betrachten hier gerade Kunst. Darf man mal fragen, welche Eigenschaft Sie hier heute sind als Galerist, Kunstsammler, Kunstinteressent? Was dürfte man denn sagen? Interessent. Kunstinteressent. Würde ich sagen, darf man fragen, in welchem Bereich Sie tätig sind, damit man auch so eine Assoziation hat. Kunst mit Ihrer beruflichen, mit Ihrem beruflichen Engagement. Gibt es da eine Schnittmenge oder irgendwas? So ein bisschen. Architekt. Architekt hatten wir vorhin auch jemanden. Inwieweit nehmen Sie denn so die Einflüsse der Kunst in Ihre Architektur? Wie lassen Sie das einfließen? Gibt es da wirklich Inspiration? Ja, aber ganz am Rande. Also ich habe einen Schwerpunkt, wo die Umsetzung des Entwurfes stattfindet und der ist meistens nicht von mir und ich bin da mehr auf der Materialschiene und das ist tatsächlich auch mein Brennpunkt, unter dem ich hier auch die Kunst betrachte. Darf man fragen, wie Ihr Unternehmen heißt? Würden Sie darüber gerne sprechen? Persönlich, privat. Persönlich, also, privat. Also unter dem Namen. Und heute hier so ein bisschen auf Schatzsuche oder... sag ich mal, menschliche Begegnungen, Werke, irgendwas? Haben Sie schon was gesichtet für sich? Eher Inspiration. Ja. Eher Inspiration für das eigene Denken und vielleicht auch Schaffen. Aber wenn ich jetzt besonders angesprochen bin, dann überlege ich tatsächlich, ob ich tatsächlich was kaufe. Ja, wunderbar. Wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg und Spaß. Gefunden haben Sie aber noch nichts, ne, hier an den Werken. Nein, was interessiert Sie denn mehr so, das Gegenständliche oder Abstrakte? Oder? Schon eher das Abstrakte. Das finden Sie bestimmt. Ja, doch, ist einiges da. Ich danke Ihnen und noch schönen Abend. Ja, danke Ihnen auch. Ja, wir sind jetzt am Stand der Galerie P13, ja? Ja. Und Sie sind Frau Hoge. Was hat es denn mit dieser magischen Zahl P13 auf sich? Das ist tatsächlich... Das ist nicht gerade eine Glückszahl, nicht? Ich meine. Naja, also für uns eben schon. Das kommt tatsächlich von der Hausnummer und dem Straßennamen. Also es ist völlig banal. Ach was. Ja. Wo sitzen Sie denn? In Heidelberg. In Heidelberg, da gibt es P13. Da ist die Pfaffengasse und das ist das P und die Hausnummer ist die 13. Also kein Parkdeck. Nein, es klingt so ein bisschen so. Ja. Spaß. Ja, wen repräsentieren Sie heute hier als Galeristin? Eine Vielzahl an Künstlern oder nur eine Selektion? Was haben Sie heute mitgebracht? Genau, wir haben eine Auswahl aus unserem Galerieprogramm und das ist so ein bisschen figürlich und abstrakt ausgelegt. Fangen wir doch gleich mal mit dem Werk an, was mich anspringt. So soll es doch immer sein. Ja. Wenn Sie ein bisschen zur Seite gehen und ich reiche mal das Mikro rüber und Sie würden vielleicht über dieses Werk und den Künstler vor allen Dingen was sagen.
Gerne. Also der Künstler heißt Michel Meyer, ist aus unserem Raum, eben auch aus dem Südwesten von Deutschland, hat eine, wie ich ganz ansprechende, wie ich finde, ganz ansprechende Mischung eben aus starken grafischen Elementen. Das ist auch da, wo er herkommt, tatsächlich so die Zeichnung, die Linie, aber eben auch dann die Farbigkeit, die bei ihm ganz ausgewählt auch ist. Genau, also hier so die ganze Reihe. Auch immer wieder assoziative Titel, also zum Beispiel hier die Eisläufer oder Sonntags im Park, die dann von der Farbigkeit eben inspiriert sind. Ist Ihr Künstler selber vor Ort? Nein, der ist nicht vor Ort. Ah ja, gut. Dann gehen wir mal hier vielleicht zu diesen Skulpturen, sag ich mal, oder hier gleich vorweg, hier vorne. Auch sehr spannend. Welches Material erstmal? Das ist jetzt also relativ raffiniert. Das ist basiert eigentlich auf einer Originalarbeit, die in Granit gehauen wurde. Und das ist jetzt ein Abguss in Eisen. Also deswegen ein kleines Multiple. Der Ursprung, also die Granitarbeit, wäre für die Affordable Art etwas zu teuer. Hier haben wir übrigens auch mal einen Preis, genau. 4.500, ja, nicht? Ja, genau. Wie lange hat er dafür geschuftet? Richtig lange, ja. Ich denke, das auch nicht so einfach, nein, mit solchen Materialien, ja, wirklich zu arbeiten, ja, und das absolut zu schleifen, zu, ja, schneiden, genau, wie auch immer. Und dann eben so diese aufgebrochene, ja, Stelle. Sieht ja aus, als hätte man das verformen können, kann man aber natürlich. Hat er selber eine Erklärung zu diesem Objekt gegeben? Ein aufgebrochener Raum, das ist jetzt so. Das machen wir jetzt. Wir brechen die Räume auf. Hier wird es auch sehr bunt und auch schrill. Was würden Sie sagen, wenn Sie ein bisschen näher kommen würden? Da können Sie gerne das Mikro noch mal bitte in die Hand nehmen. Mhm. Ja, das ist jetzt einer unserer ganz wichtigen Künstler, der Willi Sieber, ist gerade 70 Jahre alt geworden und ist eben ein Meister des Verfremdens seiner Materialität. Das basiert auf Multiplex-Holz und ist dann aber doch ein Farbverführer. Das sind Chromlackfarben, die er da verwendet. Und es geht ihm eben um die, ja, um das, die Sensitivität der Oberfläche. Man möchte es anfassen, man möchte drüber streichen. Gleichzeitig hat man vielleicht irgendeinen gewissen Geschmack im Mund oder denkt an etwas. Genau. Und das mit Sicherheit auch sehr schön reflektieren. Auch hier das Bläuliche, das ist ja schon fast transzendental. Das geht ja schon. Formen sind da nicht mehr zu erkennen. Das Feinstoffliche, bitte. Genau, das ist jetzt nochmal besonders raffiniert, weil da wirklich auch die Farbe changiert. Das ist ein Interferenzlack, der also auch immer je nach Blickwinkel anders aussieht. Basiert aber auch auf Holz. Also das heißt wirklich eine ganz skulpturale Arbeit. Ja. Wir können leider auch nur einen Ausschnitt zeigen. Es sind ja so viele Galerien und Galeristen, ja, überhaupt hier vor Ort und Künstler sowieso. Würden Sie zum Abschluss noch was Schönes sagen über Ihre Galerie, Ihre Leitphilosophie, irgendwas, was Sie gerne noch zum Abschluss sagen würden, ja? Ja, mir ist es halt wichtig, Künstler zu unterstützen, die eine ganz eigene Handschrift haben. Das ist so das Programm, was wir aussagen, und die wirklich mit Leib und Seele hinter ihren Werken stehen. Und man merkt auch Sie als Galeristin, weil das ist unglaublich schön, auch die Leidenschaft der Galeristen zu erleben, die ich ja immer nur eigentlich von den Künstlern erwartet hatte. Ja. Aber nein, die Galeristen sind da genauso, ja, für, stehen ein und brennen dafür, ja, kann man sagen. Vielen, vielen Dank, Ihnen weiterhin viel Erfolg. Dankeschön, ja. Ja, und weiter geht's mit Herrn Brosius. Ich grüße Sie hier auf der Artnow Gallery. Und Sie repräsentieren, glaube ich, hier erstmal so Realismus, weil er kennt ja alles. Und es geht trotzdem ins Surreale über. Und Sie sagten vorhin amerikanischen Ursprungs. Wenn Sie ein bisschen näher kommen würden und wir vielleicht mit dem Kameramann mal ganz kurz sagen könnten, bitte nehmen Sie gerne das Mikro, dass Sie was dazu sagen. Ja? Genau, also das ist der Künstler ist Andrew Beck, das ist, ja, ein britischer Künstler, der heute in Kanada lebt, ja, und arbeitet und im Stil des amerikanischen Realismus malt. Ja. Dann gehen wir mal weiter rüber, zeigen wir auf das Werk. Und gerne weiter. Und damit Szenarien darstellt, im Grunde wie sie den amerikanischen Alltag repräsentieren, aber hier angereichert um surreale Elemente, die, ja, sich so eigentlich nicht wiederfinden, oder um irgendeine Störelemente, wo man sich als Betrachter fragt, was passiert da eigentlich? Ja. Also hier diese Jungs, die irgendwas ja beobachten, ja, aber man sieht nicht was, das findet außerhalb des Bildraumes statt, ja, und man fragt sich, was geht da vor sich, was beobachtet man? Oder hier bei diesem Bild, ja, haben wir eine klassische Villen-Pool-Situation, ja, wo der Pool sich aber auflöst in irgendwie ein Gewässer, wo wir nicht genau sehen, wohin. Das und da kommt jetzt jemand angerudert, ja, und man fragt sich, was ist das für eine Situation? Wer beobachtet da? Das war Andrew Beck. Jetzt gehen wir aber weiter. Und Sie haben ja so vielfältige Kunst hier, also die Diversity hier. Da geht es ja schon mal wieder ins richtig Abstrakte. Jetzt erleben wir ja schon so eine Art Leere, also Mut zur Leere, würde ich sagen. Wo fangen wir denn an? Bei dem Bild oder bei den Werken? Sonst müssen wir uns. Genau, wir können, ja, gerne hier anfangen. Das ist Veronica Kay als Künstlerin. Ist eine australische Künstlerin, die somit
schnellen Linien Figuren malt, die so ein bisschen den fragmentarischen Charakter der jeder Persönlichkeit ausdrückt. Also in jeder Persönlichkeit sind mehrere Facetten drin, die finden wir hier ausgedrückt, eben in dieser Zerrissenheit und diesem fragmentarischen Charakter. Ein bisschen erinnert das vielleicht manche an Schiele, wo auch eben Figuren, Menschen dargestellt werden in etwas verstörten Situationen. Schon sehr in die Tiefe gegangen, aber hier wird es dann ein bisschen, vielleicht könnte ich hier sogar jetzt schon referieren. Also, nein, also ich bin da wirklich, also muss ich sagen, unbeleckt. Man könnte es auch als schöne Dekoration werten, aber da komme ich der Sache wahrscheinlich nicht, werde ich nicht gerecht. Was spielt sich hier ab? Welche Kunst unterliegt dem Ganzen hier? Genau, also es ist ausgesprochen dekorative Arbeiten, gar keine Frage, aber die Entstehungsgeschichte ist extrem komplex. Also es sind Tuschearbeiten, die auf Papier gemalt sind. Ja. Mit freier Hand sind die Linien gezogen, auch wenn es aussieht, als ob hier irgendwie ein Lineal oder ein Muster oder eine Schablone präzise, zum Einsatz kommt. Sehr präzise, wird das präzise mit freier Hand gezogen und die Farb Nuancen ergeben sich durch Überlagerungen. Also ja, da gehen wir mal auf das Werk gleich über, weil hier sind viele Farben. Und hier sind Farben drin, die auf verschiedenen Ebenen. Das ist ein bisschen Neon-Charakter, ja? Oder genau, das entsteht dann so. Ja. Und die Farben scheinen dadurch, wo sozusagen sie nicht übermalt sind mit Grau. Also die Farben sind auf verschiedenen Ebenen aufgetragen und da, wo sie nicht übermalt sind, scheinen sie durch. Tatsächlich Luise aber, von Roden. Und Luise von Roden ist die Künstlerin, eine junge Künstlerin, die in Leipzig lebt und arbeitet. Gehen wir gerne mal weiter. Und zwar, Sie wollten Ihre Kollegin ja noch mal rufen. Das kann sie jetzt gerne. Soll die mal übernehmen? Bitte schön, wenn Sie kurz mal an meine Seite kommen. Sie sind Frau? Riemann. Ja. Frau Riemann, können Sie etwas jetzt über diesen Künstler oder diese Künstlerin sagen? Gerne das Mikro in die Hand nehmen, kurz ein bisschen beschreiben, was Sie gerne hier sagen möchten. Also das sind zwei Künstler, es sind Duo Quintessenz und die haben quasi die Selbstläufer entwickelt. Genau, und es sind im Prinzip auch abstrakte Farbkompositionen, wo die Künstler mit Farbpigmenten spielen und die Blätter in Farbbäder tunken und dann im Prinzip in dem Moment, wo sie es in das Bad tun, der Farbe und freien Lauf lassen und im Prinzip das auch dem künstlerischen Prozess dann übergeben an das Papier. Frau Riemann, gehen wir gerne mal weiter, und zwar, wenn Sie sich hier nochmal bitte hinstellen würden. Das ist jetzt Matteo Cohn-Monroy, ja? Genau. Bitteschön. Ja, das ist ein junger Künstler aus Kolumbien, der auch in Berlin an der UdK Meisterschüler war. Und Matteo beschäftigt sich sehr stark mit der Bildoberfläche und auch dem Hintergrund. Also bei ihm geht es auch darum, findet er es auch spannend, nicht nur das Offensichtliche zu zeigen, sondern auch das, was hinter der Bildoberfläche steht. Und spielt damit, dass er die Schichten im Prinzip freilässt und uns im Prinzip in das Innere eines Bildes schauen lässt. Ich darf übernehmen. Geht es hier noch weiter oder war das jetzt sozusagen der Rundumschlag oder geht es hier noch weiter in die Fläche? Der ist quasi aber derselbe Künstler. Derselbe Künstler. Wollen wir es dabei belassen? Vielen Dank, Frau Riemann. Kommen Sie bitte auch noch mal ganz kurz zu. Was würden Sie abschließend noch mal über Ihre Galerie sagen? Welche Leitphilosophie unterliegt dem Ganzen? Die Beziehung zu Ihren Künstlern, gibt es da was Sie gerne noch von sich erklären und erzählen würden, ja? Ja, also wir haben die Galerie vor ungefähr 5 Jahren gegründet, aus einer Leidenschaft für Kunst heraus. In Berlin und in Hamburg sind unsere Standorte. Und wir haben keine festen Galerieräume, sondern wir spielen immer temporär Pop-Up-Stores, die wir für 1-2 Wochen mieten. Und wir suchen Künstler, die eine sehr starke eigene Position haben und wo wir glauben, dass die... Sie sind auch offen für Künstler. Wir sind offen für Künstler und suchen Künstler, die eine prägnante Position haben, von denen wir glauben, dass der sie... Der Appell ist gehört worden. Ja. Sehr schön, ja. Und die nächste Etappe, wo sieht man Sie noch auf der nächsten Ausstellung? Ist da schon was geplant bei Ihnen, oder... Genau, wir haben natürlich schon Ideen fürs nächste Jahr. Vielleicht machen wir jetzt noch ein spontanes Pop-up zu Weihnachten in Berlin. Ja, das müssen wir auch mal gucken, wie viel Energie noch da ist und wie erfolgreich Sie uns auf dem Laufenden machen wir. Genau. Vielen Dank für diesen kurzen Einblick erstmal. Ja, danke. Gerne. Ja, unser nächster Besuch hier. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Okay, ja, geht weiter. Ja, und weiter geht es hier zur 3-Punkt-Edition. Hier 2 Galeristen, bitte. Sie sind ein Ehepaar, ja? Ja. Sie sind Frau? Seemar. Ich bin Alexander Arundel aus London. Ja. Aber ich wohne seit 1995 in München und wir haben diese Galerie gegründet 1998. Ja. Und in München. Und wir gehen auf Messen europaweit und teilweise in Amerika auch. Ja, dann sagen Sie mal ganz kurz die Etappen, wo Sie schon überall waren und was letztendlich den Entschluss dazu brachte, hier bei der Affordable Art Fair auszustellen.
Es ist eine wunderbare Gelegenheit, unsere Arbeiten zu vermarkten. Wir sind erschwinglich, wir machen Editionen, arbeiten auf Papier, sind großartige Gemälde auf Leinwand, aber wir sind erschwinglich. Wir können Arbeiten anfangen, anbieten von Arbeiten von Preis von 150 bis 1000 Euro, was für viele Leute erschwinglich ist, und das ist unser Arbeitskonzept. Arbeiten auf Papier, Editionen und mit anderen Künstlern, Druckgrafiker arbeiten zu können, das ist sehr toll. Das ist eine wunderbare Sache. Dann wollen wir mal zu Ihrer Frau übergehen. Wollen Sie mal einen Künstler oder eine Künstlerin vorstellen? Hier ein Bild, womit wir vielleicht mal anfangen können, hier etwas über einen Künstler zu erfahren, ja? Aha, ja, also wir sind eine Autorengalerie, das heißt, wir sind auch gleichzeitig die Künstler. Na, also, wunderbar, das hätten Sie auch gleich sagen können, ja? Farbflächenarbeiten, es geht um Farbe, es geht um die Psychologie der Farbe, die Wirkung der Farbe, die ja ganz unterschiedlich sein kann. Also gehen wir auch ein bisschen in die Tiefenpsychologie, ein bisschen Sigmund Freud, oder haben Sie da ganz bestimmte Aussagen oder bleibt es dem Zuschauer, dem Besucher frei überlassen? Es geht um die Emotion, die Farbe. Es geht um diese schöne. Es geht um die schöne Farben hier, diese Idee von Geometrie, aber locker, nicht so streng. Dieser menschliche Aspekt, dieser humanen Touch, das ist sehr wichtig für mich. Ja. Ich wollte eine Idee erzeugen, dass ein Kind vielleicht hat mit einer Kreide diese blauen Streifen hier runtergezogen auf gegen Granimrot. Ich finde, das Granimrot passt sehr gut zusammen mit Koboltblau. Hier haben wir auch andere Farben, eine Wirkung. Ist für mich wie Farben wirken auf Gelb, verschiedene Gelbtöne und dann Rot auf Gold. Es sind zwei warme Töne hier, verschiedene Rottöne gegen eine Gold-Hintergrund, japanisches Papier. Und dann, wir haben hier diese Blockfarben hier von Christiane. Thema Menschen, Gesicht. Sie macht normalerweise sehr feine, handkolorierte Radierungen. Hier hat sie alles reduziert auf die grundsätzlichen Elemente, die man braucht für eine Idee von Gesicht. Augen, Lippen, Kopfform, aber Farben hier. Orange, indisches Gelb gegen Rot und Blau. Tiefrot, und es sind neue Arbeiten, Menschen, Gesichten. Ja. Herr Arundel, da drüben ist eine Künstlerin. Wollen Sie die mal ganz kurz introducen? Ja. Would you like to introduce the artist? Ja? Das ist Yoko Omori aus Japan. Wir haben Michael Darling. Und wir haben Michael Darling aus England. Nein. Auch Nein. Künstler? Artist? Beide arbeiten. Dann machen wir Starting Ladies first. Would you like to present your pictures here? Yeah, sure. Would you like to do that in German? We tried as you like it. So these are here. Yeah, they're all lineal cuts. Yeah. Would you turn around, plus just take the microphone, because it's easier for you. Oh, sorry. Yeah, no problem. These are actually the lineal cuts from me. I mean, the lineal cut, of course, a lot of people actually know it from school. Yeah. It's something very simple, but you can do something very different. I do not only the cut, I can also do a bit of fine things like etching it to make it things a little bit softer and bring it a more, you know, sensible softness to it, and in many layers of colors. Very fine. And very fine, exactly. Details, you very, very... Absolutely. And of course, it has been printmaking. It's quite an advantage, actually. Yeah. You can do all sorts of things, play around. So, I mean, it's actually on the one plate, you can do different colors. Yeah. And this is, it gives you opportunity to play around, and it's quite fun. I appreciated that you telling about your masterpieces, so it's easier for us if you explain it, and not we have to do it, or supposed to do it. So could you take it over? And these are your these are my pieces. Yeah. I'll start over here. Yeah. My name is Michael Darling. I love the purity of pencil on paper. Yeah. So, and I teach drawing workshops in Munich. In Munich. Yeah. That's where the gallery comes from. Very nice. Pure observation of still life. Okay. I love drawing. That's my passion. Very fine drawing. It's like I said. I love the purity of the of pencil and paper. But this is in colors. This is. I love working outside in the nature, and I just work. You have a great audience now here. It's very, very. Would you like to? They've all gone. They've all gone. I appreciate it. Continue, this is another much more colourful piece, working in different materials with acrylic and coloured pencil. And I love very working colourful. On. Colourful, and which style would you? Well, it's being inspired by natural wildlife, but it's abstract. Because it feels. I like change from realistic. I like the observation. Yeah. I have the observation of having drawn accurately. Observation. We have to be careful. He is observing us. So exactly.
These are works based on the drawing. It's on this one at the bottom. And they're etchings, basically etchings. Very simple, very colorful outlines reflecting the warmth of the weather that I experienced basically drawing them. And these are very simple works on paper, watercolors, also worked and produced so outside. It stops here. Yoko's work is here. It was a great explanation. Thanks so much, because we appreciated that you are talking about your art, which is really rare, which is extraordinary. I appreciate you entertaining and you informing us as an artist. Really is a very precious document. Thanks so much. Pleasure. And thanks for having me here. Okay, thanks for asking us. Ciao. Ja, liebe Zuschauer, last but not least, Frau Loven, Herr Loven, das Ehepaar Loven, hier Galerie an der Zitadelle. Ich habe vorhin die Empfehlung bekommen. Ich bin sehr interessiert, über Ihre Künstler etwas zu erfahren, über die Werke. Wenn wir vielleicht anfangen können mit Ihrer Frau und vielleicht dort beginnen mit dem Kunstwerk, wenn wir dort mal kurz rübergehen, Sie vielleicht etwas erzählen. Wie heißt denn der Künstler? Ich gebe Ihnen auch gerne mal das Mikrofon in die Hand und Sie kommen ein bisschen näher und beschreiben mal die Kunst. Bitte schön. Das ist Martin Köster. Ja. Er kommt aus Hannover. Ja. Den haben wir erst seit kurzer Zeit im Programm. Ja. Er hat eine ganz besondere Technik und vor allen Dingen gibt er die Atmosphäre von Großstädten wieder. Sehr schön. New York, Singapur, Hongkong. Ja. Ja. Unglaubliche Präzision, auch die Bauwerke, das ist ja alles. Ja, und nicht hat aus auch der Hand eine Tiefe. Eine diese Bilder, sehr schön. Er schafft das immer wieder. Auch die Atmosphäre halt. Ja, gehen wir weiter. Das nächste Werk ist schon eine Fortsetzung dessen. Ja. Ja, das ist eine etwas kleinere Arbeit, aber denke ich mal Hongkong. Hongkong Noon, also am Hongkong Nachmittag Noon, genau. Ja, und dort ist Singapur, klasse. Red Night. Und viele sagen, die auch schon in Singapur waren, dass es dann wirklich da so aussieht. Sind Sie mit dem Künstler, auf welche Art und Weise sind Sie mit dem Künstler denn in Verbindung getreten? Wie er ist eigentlich an uns herangetreten und hat unsere Galerie gesehen und hat gefragt. Und ich habe dann seine Werke gesehen und habe gesagt, ja, das ist was. Da haben Sie gesagt, das müssen wir unbedingt in unser Portfolio aufnehmen. Geht es hier weiter mit dem nächsten Markus Künstler? Markus Lüpertz, wir kommen ja aus dem Rheinland. Lüpertz, ja. Ich übergebe gerne das Mikrofon nochmal. Ja, Markus Lüpertz ist ja einer der großen Gegenwartskünstler Deutschlands. Wir hatten jetzt im September eine große Ausstellung mit ihm zu unserem 25-jährigen Jubiläum. Das war ein sehr großartiges Event. Er war dann auch bei uns in der Galerie. Und deswegen haben wir jetzt auch mal von ihm ein paar Arbeiten mitgebracht. Gehen wir weiter. Hier haben wir schon die erste Skulptur, auch von dem Künstler selber. Ja, auch Markus. Wenn der Kameramann mal einmal rüberschwenken würde, gleich von vorne. Ja, wenn Sie gerne was sagen wollen. Ansonsten lassen wir einfach mal die Skulptur für sich selbst sprechen. Genau, ja. Hier sind wir aber schon bei der nächsten Kunst. Das ist Sandra Kolondam, die kommt aus München. Ja. Die haben wir, wie haben wir die kennengelernt? In München, genau. Und das ist eine Malerin. Ja, das ist Hyperrealismus, nennt sich das. Eben eigentlich einfache Dinge sehr überhöht darzustellen, überspitzt. Ja. Aber sehr leicht. Und sie ist als eine richtige Malerin. Sie malt. Ja. Und das ist auch sehr aufwendig, wie sie das macht, ihre Malweise und auch mit den, wie sie mit den Farben umgeht. Aber hier haben wir schon die Verbindung von Natur und Technik. Ja, genau. Ja. Das ist ja sehr bezeichnend. Ich denke mal, Kosmonaut heißt das Bild. Es ist so ein bisschen alles, was fliegt auch. Ja. Ah, ja. Im Zusammenspiel. Wunderschön. Ja, genau. Gehen wir weiter über. Ich übergebe Ihnen gerne das Mikrofon nochmal. Ja. Dann haben wir Ruth Tauchert. Eine Zeichnerin, sie lebt in Bonn, hat jetzt auch einen Preis gewonnen, weil sie ist wirklich eine begnadete Zeichnerin. Ihr großes Thema ist Bewegung. Sie sitzt praktisch, das sind Live-Zeichnungen, die sie während der Aufführung in der Bonner Oper, während der Tanzaufführungen anfertigt, in einer ganz großen Schnelligkeit und sie hat einfach eine ganz sichere, geniale Hand. Sie ist so stilsicher, dass sie einfach live performt. Ja, und ich finde, die Bewegung kommt wirklich zur Geltung. Das ist unglaublich. Das ist ein einmaliges Talent, ja. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, weil Sie auch die Bewegung hier so erkennen und dann in Live-Zeit oder Echtzeit. Ich gehe da mal rüber, wenn Sie bitteschön auch noch hier fortfahren, dann schließen wir es ab. Ja? Das ist Patricia Casagranda, die lebt auch im Rheinland und arbeitet dort. Sie hat eine ganz besondere Technik. Ja. Bei ihr ist eben diese Materialität sehr auffällig. Ja. Sie arbeitet immer in mehreren Schichten mit recycelten Materialien und dann hinterher noch diese Collagentechnik, also eine Collage mit Gips und das wird dann noch mit Farbpigmenten bearbeitet. Und das ist einmal eine ganz neue Art von Kunst, finde ich, um mit einer ganz neuen Art und Weise und ganz neuen Materialien etwas künstlerisch darzustellen, auszudrücken. Dann kommen diese wunderschönen Frauenporträts. Gerade die Frauenporträts sind ihr großes Thema. Ja.
Und das kommt starke dann. Starke Frauen, starke Ausdrücke, ja. Genau. Und dann auch so im Gegensatz zu der Materialität dann ja. doch diese anmutigen Frauen. Starke Frauenporträts. Auch, ja, ja. Sie arbeitet zum Beispiel auch teilweise in Indien im Atelier. Ja, ich darf wieder und, ja. Und hat dann, ja. Arbeitet da auch mit den indischen Frauen zusammen. Die bringen ja. ihr auch teilweise die Materialien. Da ist zum ja. Beispiel ein Stück Sari. Ah, ja. Und das ist jetzt das auch das Thema Belief, Glaube. Ja. Frauen aus verschiedenen Glaubensrichtungen. Ah, ja. Aber es geht um den Frieden, um das friedliche Zusammenleben und ja, überhaupt sehr schön. Um die Frauenpower. Gehen wir nochmal zum Schluss auf diese schönen Skulpturen, wenn der Kameramann von dieser Perspektive das dann kurz ist filmt. Eine ja? holländische Künstlerin, ja. Leni Franken, eigentlich treten sie mal als Duo auf, Leni Franken und Leo Klein, ja. nennt sich L2 Atelier. Ja. Die, und Leni Franken macht diese wunderschönen Bronzearbeiten. Unglaublich. Das Besondere ja. ist eben, dass diese schwere Berühren Bronze... verboten? Ja, man kann ruhig mal drüber streicheln. Natürlich auch dieses Material, diese ja, dass, die Haptik, das so die Haptik natürlich auch und sehr. Und sie hat halt ja. auch eine besondere Patina ja. immer, die sie auch, das ist so ein Geheimnis von ihr, ja. wie sie die Patina dann aufträgt ja. und wie sich, die wird dann mal mehr grün, mehr blau und das ist, ja, auch was Besonderes. Ich danke Ihnen erstmal für diesen kleinen Rundumschlag. Wenn ja, Sie noch zum Abschluss irgendwas über Ihre Galerie, Ihren Standort sagen wollen, was wir in Zukunft vielleicht von Ihnen noch erleben, gibt es noch irgendwas, was Sie planen, was Sie avisieren wollen, vielleicht zum Abschluss? Zum Abschluss, was wir planen? Ja, wir suchen immer wieder gerne neue Talente. Aber wir arbeiten, aber wir freuen uns auch, wenn die großen Meister oder die großen Namen dann Klasse. Zu uns kommen. Und das versuchen wir immer zu kombinieren. Vielen, vielen ja. Dank und ich wünsche ja, Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ja, danke schön. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Ihnen interessante Ausschnitte von dieser Ausstellung präsentieren. Ich sag mal, beeindruckende Begegnungen waren es auf jeden Fall, beeindruckende Kunst. Und wie gesagt, bei der Vielfalt und bei der Menge war es natürlich nur ein Ausschnitt. Und wir laden Sie weiterhin ein, zur Affordable Art Fair zu kommen. Wenn ich in diesem Jahr, dann im nächsten Jahr oder vielleicht in einer anderen Stadt, was Sie ja alles der Website auch entnehmen können. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Ausklang dieses Tages und alles Gute.